Liebe Dora Held. Das geht ja gut los. Liebe Dora Held. Liebe Bärbel Schmidt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zur heutigen Jubiläumsveranstaltung des Deutschen Taschenbuchverlags, der in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feiert. Können Sie mich verstehen? Wir danken dem Literaturhaus, Herrn Wittmann, dass wir diese Woche hier zu Gast sein dürfen und freuen uns riesig, den Abend mit Dora Held und mit Ihnen zu feiern. Herzlich willkommen, Dora Held. Danke, Bärbel, dass du gekommen bist, den weiten Weg von Hamburg, dass wir heute zusammen mit dir feiern dürfen. Mein Name ist Bianca Dombrova. Ich leite im belletristischen Lektorat des DTV den Programmbereich Unterhaltung. Damit ich es nicht vergesse, das hat mir Herr Frankl, unser Marketingchef, aufgetragen. Ein Hinweis, der Büchertisch ist dort hinten. Wir werden nach ca. 45 Minuten eine kleine Pause machen, da können Sie sich dann schon mal eindecken. Und Dora Held ist gern bereit, am Ende der Veranstaltung für Sie zu signieren. Ganz kurz zum Ablauf. Wie gesagt, Dora Held liest heute Abend aus ihren drei Bestsellern Urlaub mit Papa, Tante Inge haut ab und Kein Wort zu Papa. Danach steht Ihnen die Autorin, Ihnen allen und den Zuschauern von Lovely Books für Fragen zur Verfügung. Die Veranstaltung wird live im Internet übertragen und auch die Lovely Books Teilnehmer können sich heute Abend hier einbringen. Liebe Bärbel Dora, 2.300.000 Google-Einträge, das muss man auch erstmal verkraften, etwa genauso viele verkaufte Bücher, Dauergast auf der Spiegel-Bestsellerliste, bis zu 30 Lesungen pro Jahr vor ausverkauften Sälen, Verfilmungen der Bestseller zur Primetime im ZDF, die locker die Tatort-Einschaltquoten schlagen, Auslandsausgaben in Frankreich, Italien, Spanien, in den USA, selbst in den USA, das muss man sich mal vorstellen, die Amerikaner, die ja doch eher ein bisschen verhalten sind, was Auslandseinkäufe angeht, Verhandlungen mit China laufen und Deutschlands Romanautorin Nummer 1 titelte eine der auflagenstärksten Tageszeitungen im vergangenen Jahr. Bärbel, mal im Ernst. Wenn das Lektorat Belletristik der Buchhandelsvertreterin Bärbel Schmidt einen Roman mit diesem Happy Ending und unter dem Titel Doras Traumreise auf der Vertreterkonferenz vorgestellt hätte, hätte Bärbel Schmidt vermutlich die Augen verdreht und mit einem charmanten Lächeln gesagt, Mädels, da nehmt ihr jetzt mal ein bisschen die Luft raus. Ich habe ja nichts gegen schöne Träume in Romanen, aber bitte, das spielt im Hier und Jetzt. Wer soll sich denn bitte mit dieser Dora identifizieren? Stimmt's? Doch so wie das wahre Leben und echte Menschen in die Romane von Dora Held Einzug halten, ist umgekehrt die persönliche Erfolgsstory der Bärbel Schmidt in der Tat Stoff für einen Roman. Wir werden sehen. Eine wunderbare Fügung, wie ich finde. Aber das muss man vielleicht ganz kurz erklären. Als Bärbel Schmidt bist du gelernte Buchhändlerin, seit über 20 Jahren Verlagsrepräsentantin des DTV, Vielleserin von Kindesbeinen an. Und seit 2006 schreibst du unter dem Namen deiner Großmutter, Dora Held, das darf man ja inzwischen verraten, auch noch einen Bestseller nach dem anderen. Mehr Dienst im Einsatz fürs Buch geht eigentlich nicht. Mehr Marktkenntnis geht auch nicht. Du hast mit deinen Familienromanen Urlaub mit Papa, Tante Inge haut ab und Kein Wort zu Papa, den Nerv der Zeit getroffen, und zwar mitten ins Herz. Frei nach dem Lebensmotto deiner Großmutter, du musst, du kannst, beweist du mit jedem Buch, was du außer Bücher lesen und verkaufen, noch besonders gut kannst. Menschen beiderlei Geschlechts und altersübergreifend bestens unterhalten. Das nehmen sich zwar viele Autoren vor, aber nicht immer gelingt das. Denn man muss das Bedürfnis nach guter Unterhaltung schon ernst nehmen. Das geht sonst gnadenlos schief. Es klingt vielleicht wie ein Widerspruch, ist aber sehr wahr. Und wer wüsste das besser als Buchhändlerin, Verlagsvertreterin, Vielleserin Bärbel Schmidt und Bestsellerautorin Dora Held? Gute Unterhaltung, was so leicht klingt und doch so schwer umzusetzen ist. Dora Held hat das Erfolgsrezept gefunden. Sie erlaubt es ihren Lesern, einfach mal lachen zu dürfen über die Figuren in den Romanen, die einem schrullig erscheinen und liebenswert, die uns gleichzeitig amüsieren und anrühren, die uns allen so verdammt ähnlich sind.
Mit Dora Held und ihren Figuren darf man eintauchen in ganz normale Alltagswelten, die einen immer wieder daran erinnern, dass noch den nervtötendsten Situationen immer auch ein komischer Moment innewohnt. In ihren Romanen darf man, ja, man muss einfach immer wieder lachen und den Kopf schütteln über den ganz normalen Irrsinn, der sich Leben nennt. Für all das stehen der überprotektive Papa Heinz, der nicht einsehen will, dass seine Tochter nun auch schon in den 40ern ist. Christine, die immer wieder erneut auf der Suche ist nach dem Glück. Gisbert Meyer, der schmierige Inselreporter. Christines Freundin Marleen, die Patente. Wir können es nicht fassen, wenn Tante Inge mit Mitte 70 nicht den Aufstand vielleicht, aber doch den Ausstieg und Neuanfang probt, und ärgern uns mit Christine über ihre kleine Schwester Ines, die in ihrer fürsorglich dominanten Art sowieso immer weiß, was das Beste für Christine ist. Das ganz normale Leben mit all seinen Tiefen und Untiefen, für all das stehen Doras Heldinnen und Helden des Alltags und ihre Geschichten, die auf Norderney spielen und auf Sylt, wohin man ihnen nur zu gern folgt und sich damit seine kleinen Fluchten aus dem Alltag verschafft. Und jetzt freuen wir uns darauf, mit der ganzen Bagage auf Reisen zu gehen. Auf geht's nach Norderney mit Christine und Papa Heinz im Schlepptau, der in seiner wohlmeinenden Art die Renovierungsarbeiten von Marleens Pension in die Hände nimmt und dabei nebenbei auch noch einem Heiratsschwindler auf den Fersen ist. Danach folgen wir Tante Inge, Christine und Johann nach Sylt und schließlich kommen wir wieder zurück nach Norderney, wo es einen dubiosen Zwischenfall in Dubai zu vertuschen gilt und gleichzeitig eine Pension am Laufen gehalten werden muss, ohne dass Christine und Ines auch nur in Ansätzen einschlägige Qualifikationen dafür mitbrächten. Viel Spaß also beim Familienchaos auf den Inseln, mitten in München, heute Abend mit Dora Held. Vielen Dank. Danke, Bianca. Jetzt hast du mich zu Tränen gerührt. Ich bin überhaupt nicht in der Lage, jetzt anzufangen. Das hat sie über mich noch nie gesagt. Das ist meine erste Lesung in Bayern. Ich bin geflogen. Ich habe Flugangst. Gestern schon, weil ich eine Tablette nehmen muss, die mich heute daran gehindert hätte, richtig zu lesen. Alles für den DTV. Das wollte ich an dieser Stelle mal sagen. Das sind jetzt die Punkte, die ich machen muss, weil die ganze Geschäftsleitung hier dabei ist. Und man ja nicht weiß, ob die das wirklich trennen können. So, ich fange mit dem ersten Teil an, also mit Urlaub mit Papa, mache dann ein bisschen Tante Inge und auch ein bisschen kein Wort zu Papa. Zwischendurch mache ich eine Pause, weil es so warm ist. Ungefähr nach, ja, dreiviertel Stunde. Ich gucke mal auf die Uhr. Ich sage Bescheid rechtzeitig, dass Sie schon mal, wenn Sie so trocken schlucken, wissen, dass es bald was zu trinken gibt. Ich fange gleich am Anfang an, dann brauche ich noch nichts zu erzählen. Nachts ging das Telefon. Es sind doch nur 2 Wochen. Die Stimme meiner Mutter klang freundlich und sehr entschlossen. Ich hatte schon zu Beginn des Telefonats ein ungutes Gefühl gehabt. Und er ist dein Vater. Andere Kinder würden sich freuen. Mama, was heißt hier andere Kinder? Ich bin 45. Ich hätte das Gespräch gar nicht annehmen sollen. Meine Mutter überging meine Antwort. Ich habe ihm gesagt, dass ihr seine Hilfe gut gebrauchen könnt, weil Handwerker auf den Inseln noch so teuer sind. Und sie machen ja, was sie wollen, gerade wenn jemand daneben steht. Er kann doch ein Auge auf die Arbeiten haben und hier und da mal Hand anlegen. Er hilft doch so gerne. Ich musste jetzt etwas sagen. Mama, warte mal. Ich fahre doch nach Norderney, um Marleen zu helfen, ihre Pension und die Kneipe zu renovieren. Ich kann mich da nicht auch noch um Papa... Ach, du brauchst dich doch gar nicht groß, um ihn zu kümmern. Er macht das alles schon allein. Und zum Mittagessen müsste doch auch. Da könnt ihr ja für ihn mitkochen. Abends reicht ihm eine Kleinigkeit. Und Kuchen für Nachmittags könnt ihr auch kaufen. Marleen muss ja nicht extra backen. Ich überlegte, seit wann mein Vater alles allein machte. Vor 6 Wochen hatte ich meine Eltern das letzte Mal besucht. Da war es noch anders gewesen. Ganz anders. Ich bemühte mich, die aufsteigende Panik aus meiner Stimme zu verdrängen. Mama, ich halte das für keine gute Idee. Christine, ich habe dich noch nie um etwas gebeten. Das ist ein Notfall. Ich muss 2 Wochen in der Klinik bleiben. Da kann Heinz unmöglich alleine zu Hause herumsitzen. Ich denke, er kann alles allein. Doch nicht kochen und waschen und so. Jetzt hör mal auf, er ist dein Vater. Und du kannst ihn ja wohl mal 2 Wochen mitnehmen. Du hast doch frei. Stell dich nicht so an.
Und nach Norderney wollte er sowieso immer mal. Aber ich kann mich da überhaupt nicht mit ihm beschäftigen. Und wie, ach, das geht alles schon. Außerdem wohnt auch Kalli auf Norderney. Du weißt doch, Papas alter Freund. Den kann er auch mal besuchen. Dann kann er doch auch bei denen wohnen. Christine, ich bitte dich, Hanna ist auf dem Festland. Ihre Jüngste, Katharina, bekommt doch das zweite Baby. Deine Schwester und du, ihr kriegt das ja nicht auf die Reihe. Nur Mütter schaffen solche Themenwechsel. Mama, ich bin eben, sag ich doch. Also abgemacht. Papa kommt nächsten Samstag nach Hamburg, du holst ihn am Bahnhof ab und ihr fahrt gemeinsam nach Norderney. Er kennt das hier alles nicht mit der Fähre und so. Da ist es schon besser, du bist dabei. Und ich gehe beruhigt ins Krankenhaus und lasse mein Knie operieren. Meine letzte Chance. Lass uns da mal in Ruhe drüber sprechen. Das geht so nicht. Ich mach dir keine Gedanken, mein Schatz. Ich schreibe dir noch alles Wichtige auf und schicke es dir. Also dann, schönen Abend noch und Grüße von Papa. Er freut sich. Tschüss. Ich starte auf das Display des Telefons. Verbindung beendet. Anscheinend war es beschlossene Sache. Ich würde mit meinem Vater Ferien machen. Das erste Mal nach 30 Jahren. Die letzte Reise endete damit, dass er mich aus pädagogischen Gründen auf dem Rasthof in Kassel stehen ließ. Ich hatte eine schwere Pubertät, das gebe ich zu, aber Kassel fand ich trotzdem zu hart. Auch wenn er mich nach einer halben Stunde wieder abholte und 3 Wochen lang ein schlechtes Gewissen hatte. Und nun, nach 30 Jahren, fingen wir wieder damit an. Wenigstens führte die Fahrt dieses Mal nicht über Kassel. Mit ihr wollte ja kommen Freundin Dorothea. Und der muss sie jetzt sagen, was jetzt los ist die nächsten 14 Tage. Während ich die Treppen zu Dorotheas Wohnung hochstieg, dachte ich darüber nach, wie ich ihr die Umstände für unsere Reisebegleitung schonend beibringen könnte. Dorothea und ich kennen uns schon seit 15 Jahren. Sie kennt meine ganze Familie. Der Satz, Heinz kommt mit nach Norderney, würde schon alles sagen. Ich musste diesem Satz den Schrecken nehmen. Schließlich hatten wir uns auf diese 2 Wochen gefreut. Ich wollte auch nicht, dass jemand meinen Vater anstrengend fand, was er aber leider war. Ich formulierte die Sätze im Kopf. Dorothea, stell dir vor, Heinz kommt mit. Ist das nicht nett? Das ging nicht. Hallo Dorothea, meine Mutter hat endlich einen OP-Termin für ihr künstliches Knie. Macht es dir etwas aus, dass Heinz mit nach Norderney kommt? Er kriegt es leider nicht auf die Reihe, sich alleine zu ernähren. Ging auch nicht. Dorothea, du kennst und magst doch meinen Vater. Wie findest du die Idee, ihn mit nach Norderney zu nehmen, damit er meiner Mutter in der Klinik nicht auf die Nerven geht? Großartig. Dorothea, ich habe mir überlegt, dass Heinz uns bei der Renovierung von Marleens Pension helfen könnte. Ich möchte ihn gern mitnehmen. Das würde sie mir nicht glauben. Dorothea, sag mal, die Wohnungstür wurde geöffnet. Dorothea stand vor mir, einen Einkaufskorb in der Hand. Hallo Christine, ich wollte gerade zum Heinz kommt mit. Das war nicht gut formuliert. Dorothea runzelte die Stirn. Zum Einkaufen? Nach Norderney. Welcher Heinz? Dein? Ja, der. Mit uns? Zu Marleen? Am Samstag? Ja. Ich wartete auf einen Zusammenbruch, einen verständnislosen Blick oder einen Schreikrampf, aber nichts passierte. Ungerührt stellte Dorothea ihren Einkaufskorb ab und ging zurück in die Wohnung. Ich folgte ihr in die Küche und sah zu, wie sie begann, Tee zu kochen. Pfeifend. Ich erkannte, wo mein Papa, und bemühte mich um ihr Verständnis. Meine Mutter hat mich vorhin angerufen, sie bekommt doch ein neues Kniegelenk. Und jetzt ist ganz plötzlich ein OP-Termin frei geworden. Meine Tante ist im Urlaub, meine Schwester segelt in Dänemark, mein Bruder ist auf Geschäftsreise. Also bin ich die Einzige, die sie erreichen konnte. Du kennst ja meinen Vater, der kann nicht 2 Wochen allein zu Hause bleiben. Er weiß noch nicht mal, wie man Kaffee kocht, geschweige denn eine Kartoffel oder ein Ei. Außerdem ist er farbenblind und dementsprechend zieht er sich auch an, wenn keiner guckt. Ich überlegte, was ich noch sagen könnte, ohne ihm die Würde zu nehmen. Es war schwierig. Dorothea sollte nicht schlecht über ihn denken. Andererseits hatte er einige Angewohnheiten, die, vorsichtig umschrieben, eher ungewöhnlich waren. Ich schluckte. Sie sah mich an. Ich finde deinen Vater witzig. Dieses Wort hätte ich nicht gewählt. Dorothea goss kochendes Wasser in die Teekanne und drehte sich zu mir um. Heinz ist doch noch richtig fit. Und wenn er Lust hat, uns zu helfen, ist das doch nett. Wenn ihm das nicht zu anstrengend wird? Wenn ihm das nicht zu anstrengend wird? Dorothea stellte die Teekanne auf den Tisch und nahm Tassen aus dem Schrank. Mach doch nicht so ein besorgtes Gesicht. Wir können ja darauf achten, dass er sich nicht zu viel zumutet.
Dorothea, du verstehst mich nicht. Ich habe eher Sorge, dass er mir zu viel zumutet. Er kann ein bisschen anstrengend sein. Er kann wirklich nichts allein. Er muss beschäftigt werden. Er mischt sich in alles ein. Er weiß alles besser. Er hat vor allem neuen Angst. Ich biss mir auf die Zunge. Das wollte ich alles gar nicht erzählen. Ich habe meinen Vater gern. Am liebsten mit 3 Stunden Fahrzeit zwischen uns. Oder im Beisein meiner Mutter. Oder mal auf eine Tasse Kaffee. Aber 2 Wochen in einer Ferienwohnung mit ihm, mit 3 Stunden Fahrzeit zu meiner Mutter, das konnte zu ungeahnten Turbulenzen führen. Aber das würde Dorothea nicht verstehen. Das würde sie erleben müssen. Ich rührte Zucker in meinen Tee und sah Dorothea an. Naja, vielleicht wird es tatsächlich ganz entspannt und Marleen freut sich über seine Hilfe. Ich glaubte mir selbst kein Wort. Dorothea nickte. Siehst du, ich freue mich jedenfalls auf die 2 Wochen, auch mit Heinz. Da werden wir doch einiges erleben, oder? Ich versuchte zu nicken. Darauf konnten wir wetten. Dieser Vater ist Gästeführer auf Sylt. Es kann sein, dass meine Eltern, wenn sie es hinkriegen, diesen Livestream gucken. Deswegen muss ich jetzt immer so ein bisschen aufpassen, was man sagt. Auch im echten Leben. Ich meine natürlich mit diesem Buch mitnichten meinen Vater. Der ist ganz anders. Sie holt ihn am Hamburger Hauptbahnhof ab. Jetzt will ich die Stelle nicht. Eine Woche später stand ich am Hamburger Hauptbahnhof und sah auf den Bahnsteig 12a, an dem in 40 Minuten der Intercity aus Westerland einfahren sollte. Ich hatte mich links neben der Rolltreppe, die zum Bahnsteig hinabführte, postiert. Genau so, wie ich es meinem Vater am Telefon erklärt hatte. Wenn du aus dem Zug ausgestiegen bist, gehst du nach rechts, Richtung Wandelhalle. Da ist nur eine Rolltreppe, auf der fährst du hoch und oben, von dir aus gesehen rechts, stehe ich und warte. Ja, ich finde dich schon, ich bin ja nicht senil. Was ich einfach nicht begreife, ist, dass ich für dieselbe Strecke, also Westerland-Hamburg, dauernd verschiedene Preise bezahlen soll. In der Regionalbahn werde ich für billiger fahren. Papa, du wolltest nicht in Elmshorn umsteigen, außerdem hast du dich beschwert, dass die Nord-Ostsee-Bahn immer Verspätung hat. Hat sie auch. Bei viel Verspätung kriegt man einen Gutschein. Ich frage dich, was soll ich mit einem Gutschein? Ist doch Quatsch. Jetzt kommst du ja mit dem Intercity. Also gute Fahrt und bis morgen dann. Sei pünktlich. Ich hasse es, lange zu warten. Bei dem Wucherpreis wird der Zug ja keine Verspätung haben. Sicherheitshalber war ich 1 Stunde früher losgefahren. Eigentlich brauchte ich für die Strecke nur 10 Minuten. Aber ich hatte Angst, dass ein Unfall, ein Stau, eine Polizeikontrolle oder Parkplatzmangel gleich zu Beginn zum Chaos führen würde. Das käme noch früh genug. Nachdem ich 7-mal die Runde um den Bahnhofsvorplatz gedreht hatte, erwischte ich den ersten Parkplatz direkt neben dem Eingang. Der Himmel war mit mir. Mein Vater mochte keine langen Wege. Noch 35 Minuten. Mein Vater verreist nicht gern. Das ist untertrieben. Er mag keine fremden Orte. Das ist auch noch untertrieben. Er hasst es, Sylt zu verlassen. Nicht nur die Insel, sondern auch sein Bett, seinen Platz am Esstisch, seine morgendliche Runde zum Hafen, um Zeitung zu kaufen, seine Nachbarn, seinen Garten, sein Sofa. Er mag keine zusammengelegten Hemden aus dem Koffer, keine Handtücher und Bettwäsche, die fremde Menschen vor ihm benutzt hatten. Er isst nur, was er kennt und weigert sich, seinen gewohnten Tagesablauf zu verändern. Ich wusste nicht, wie meine Mutter es schaffte, ihn wenigstens einmal im Jahr von der Insel wegzubewegen. Vor allen Dingen wusste ich nicht, was sie ihm alles versprochen und erzählt hatte, dass er jetzt im Zug saß. Und eigentlich wollte ich es auch gar nicht wissen. Noch 25 Minuten. Mein Hals fühlte sich ausgetrocknet an. Wenn ich nervös bin, bekomme ich immer stechenden Durst. Hinter mir war ein Stand mit Würstchen und Getränken. Ich kaufte mir eine Dose Cola, nicht weil ich sie gern trinke, sondern weil mein Vater sie uns früher verboten hatte. Er hatte mir als Kind die gesundheitsschädliche Wirkung demonstriert, indem er über Nacht ein Gummibärchen in Cola einweichte. Am nächsten Morgen dümpelte ein deformiertes Weingummiteil im Glas, das er mir triumphierend zeigte. Und genau so sieht dein Bauch von innen aus. Außerdem macht Cola dumm. Ich habe ihm lange geglaubt. Mit einem rebellischen Gefühl zerdrückte ich die leere Cola-Dose und warf sie in den Mülleimer. Natürlich nicht in den, neben dem ich stand. Man konnte ja nie wissen. Noch 10 Minuten. Als ich wieder auf meinem Posten stand, spürte ich meine Blase. Es war schwachsinnig gewesen, Cola zu trinken. Mein konditionierter Körper wollte sie sofort wieder loswerden. Die Toilette war am Ende des Bahnsteigs. Ich müsste hinlaufen, vermutlich wären alle Kabinen besetzt. Ich hätte Wartezeit, dann wieder zurück. Es könnte knapp werden. Ich hielt an. Noch 3 Minuten.
Während ich von einem Fuß auf den anderen trat, hörte ich die Durchsage. Achtung auf Gleis 12a. Der Intercity 373 Theodor Storm von Westerland mit Weiterfahrt nach Bremen, planmäßige Abfahrt 13.42 Uhr, hat voraussichtlich 10 Minuten Verspätung. Ich hatte es geahnt. Meine Blase verstärkte ihren Druck. Ich stellte mir vor, wie mein Vater nach einem kurzen suchenden Blick umgehend in den nächsten Zug zurück Richtung Norden steigen würde, hörte den Satz, Christine war nicht da, und sah den Blick meiner Mutter. Ich hielt weiter an. Dann fuhr der Zug ein. Er hielt quietschend und zischend, die Türen klappten auf, die ersten Reisenden stiegen aus. In der Mitte des Bahnsteigs entdeckte ich ihn. Er trug seine rote Windjacke, Jeans und eine blaue Schirmmütze. Ich sah, wie er seinen riesigen Koffer aus dem Zug wuchtete und ihn einen Meter neben der Bahnsteigkante abstellte. Ich begann zu winken. Es war überflüssig. Mein Vater verschwendete keinen Blick an seine Umwelt. Er nahm seinen Rucksack vor die Brust und setzte sich auf seinen Koffer. Das Gesicht genau in meine Gegenrichtung. Ich bahnte mir einen Weg durch die mir entgegenkommenden Menschen und blieb kurzatmig vor ihm stehen. Er sah zu mir hoch. »Wie soll man sich in dem Gewühle hier finden?« Seine Stimme klang beleidigt. »Hallo, Papa. Ich habe es dir doch erklärt. Du gehst nach rechts, Richtung Wandelhalle, die Rolltreppe hoch und rechts von dir stehe ich. Das höre ich jetzt zum ersten Mal.« Er stand auf und klopfte seine Hose ab. »Hast du das mitgekriegt? Der Zug hatte schon wieder Verspätung. Weißt du, ab wann man diese Gutscheine bekommt?« Ich wollte ihm seinen Rucksack abnehmen, er hielt ihn fest. »Den nehme ich selbst, danke. Ab wie viel Verspätung kriegt man denn jetzt diesen Gutschein?« »Nicht nach nur 10 Minuten. Gib mir bitte den Rucksack, ich kann doch auch was tragen.« Er wandte sich in Richtung der Rolltreppe. »Ja, nimm du mal den Koffer. Ich darf in meiner Hüfte nichts heben.« Beim Anheben des Koffers blieb mir fast die Luft weg. Ich stellte ihn wieder ab und versuchte, ihn zu ziehen. »Papa, warte doch mal, was ist denn mit den Rollen?« Mein Vater blieb stehen und sah mich ungeduldig an. »Die sind kaputt. Aber für die paar Male, die wir verreisen, geht das auch so. Nun komm.« Ich wuchtete den Koffer mit völlig schiefer Körperhaltung hinter ihm her und versuchte, meine Atmung zu kontrollieren. »Und sonst trägt Mama ihn?« Unsinn. Ohne weitere Erklärungen ging er mit langen Schritten zur Rolltreppe. Das Sprechen strengte mich an. »Sag mal, was ist denn da alles drin?« Seine Antwort konnte ich kaum verstehen, weil er vor mir lief und sich nicht umdrehte. »Meine Bohrmaschine, mein Akkuschrauber und so ein bisschen anderer Kram. Ich kann nicht mit fremdem Werkzeug arbeiten.« Oben angekommen, musste ich den Koffer abstellen. Ich konnte nicht mehr. Ich erwischte meinen Vater gerade noch am Ärmel. »Bleib mal kurz stehen. Ich muss ganz dringend zum Klo. Stell dich hier neben den Koffer. Ich beeile mich.« »Das hättest du ja auch früher erledigen können. Das passiert, wenn man immer auf den letzten Drücker kommt.« »Ja, ja, mir war alles egal. Ich rannte los. Ich musste zwar erst Geld wechseln, dann noch die drei Damen, die vor mir in der Schlange standen, vorlassen. Trotzdem hatte die ganze Aktion keinesfalls länger als 15 Minuten gedauert. Als ich zurückkam, stand der Koffer einsam an der gleichen Stelle. Allerdings standen zwei schwarz-blau uniformierte Polizisten daneben. Einer von ihnen sprach hektisch in ein Funkgerät. Ich verstand nur herrenlos, Hunde bringen, absperren und bekam Schweißausbrüche. Und dann sah ich meinen Vater. Er stand 5 Meter weiter, aß einen Hotdog und beobachtete interessiert das Geschehen. Genauso wie eine Anzahl weiterer Zuschauer, die nach und nach stehen blieben. Der Polizist, auf den ich zustürmte, hob abwehrend den Arm. Ich grüßte beschwichtigend. »Mit dem Koffer ist nichts, das ist unserer. Ich war nur auf der Toilette.« Ich warf meinem Vater einen wütenden Blick zu, doch er drehte sich weg. Der andere schwarz-blau Uniformierte ließ das Funkgerät sinken und sah mich drohend an. »Was heißt das? Sie lassen ein Gepäckstück unbeaufsichtigt stehen und gehen zur Toilette? Wo kommen Sie denn her? Haben Sie noch nie etwas von den Sicherheitsvorkehrungen gehört? Oder von Kofferbomben?« Sein Kollege ging einen Schritt auf mich zu. Er wirkte nicht besser gelaunt. »Ich glaube, ich spinne. Sie verursachen hier fast eine Sperrung des Hauptbahnhofs und kommen zurück, als wenn gar nichts passiert wäre? Ich fasse es ja wohl nicht.« Die schadenfroh neugierigen Gesichtsausdrücke der umstehenden Zuschauer gaben mir den Rest. »Papa!« Meine Stimme klang schrill und etwas weinerlich. Die Polizisten sahen sich bedeutungsvoll an. Einige der Gaffer schüttelten mitleidig die Köpfe. Ich versuchte, Haltung zu wahren, zeigte mit dem Finger in Richtung meines Vaters, der mich ungerührt ansah und sich dabei die dänische Mayonnaise von den Fingern leckte. »Das da ist mein Vater. Es ist sein Koffer. Er sollte aufpassen und jetzt ist er Hotdogs. Was kann ich denn dafür?« Eine Frau sah erst mich, dann meinen Vater und ihre Begleiterin an und sagte laut, »Entweder ist sie durchgeknallt oder betrunken. Peinlich, komm, lass uns weitergehen.« Mein Vater und ich blieben ungefähr 10 Minuten im Büro der Bahnpolizei. Wir mussten den Koffer öffnen, alles noch einmal erklären und 50 Euro für die Bahnhofsmission spenden, bevor wir ziemlich ungnädig entlassen wurden. Ich kochte innerlich.
Mein Vater hatte seine Ich höre schwer, bin gehbehindert und weltfremder Insulanernummer abgezogen. Er hätte gar nichts mitbekommen, es sei ihm ja so unangenehm. Und seine Tochter wäre plötzlich weg gewesen. Das wäre nicht zum ersten Mal passiert. Ich zog den Koffer hinter mir her, als hätte er Rollen, was einen Heidenlärm machte. Mein Vater warf mir einen vorsichtigen Blick zu. Das ist aber, Papa, wenn du jetzt noch ein Wort sagst, lasse ich dich wirklich mitsamt deinem blöden Koffer hier stehen. Jetzt muss ich mir die Brille putzen, weil mir ist gerade eine Fliege da drauf gefallen. Danke. Er ist erst angekommen. Die sind noch nicht mal los. Die Autofahrt wird auch etwas schwierig. Als die Frage kommt, ist mir es egal, ob meine Eltern zugucken. Schöne Grüße nach Sylt in diesem Fall. Wo ist eigentlich die Kamera? Schöne Grüße nach Sylt. Ich bekomme bis heute, ich werde dieses Jahr 50, bin Außendienstmensch, fahre 50.000 Kilometer im Jahr seit 26 Jahren, den Wagen meines Vaters nicht, weil ich nur 7 Fahrstunden hatte. Im Gegensatz zu meiner Schwester, die hatte 26, weil sie zu blöde war. Die bekommt den Wagen geliehen. So viel, was echt ist. Also ich lese die Fahrt jetzt nicht vor, die ist aber so, wie man sich das vorstellt. Also Papa hört Musik im Radio, die er aussucht. Ich weiß nicht, ob Sie, die wenigen Herren, die hier sind, Herr Dombrova, mein Vater erwähnt auch immer eine Ampel, die rot ist, auch wenn ich mit meinem eigenen Auto fahre, und fragt mich dreimal, ob ich angeschnallt bin und was hier so piept und ob ich denn sehe, dass der hier gleich überholt. Und dass man aus Sylt nur 60 fahren darf in den Ortschaften. Auch das erzählt er mir. Die Fahrt überleben die aber trotzdem. Schwieriger wird es dann auf Norderney, weil Papa natürlich sofort ziemlich die Regie da übernimmt auf der Baustelle. Er hat ja auch sein Werkzeug mit. Er kann aber nicht so richtig viel. Also er weiß alles theoretisch, aber gibt sich auch viel Mühe, aber das haut eben nicht hin. Er feuert auch dann 3 jugendliche Arbeiter, weil die nach Alkohol aussahen, und engagiert stattdessen seinen alten Freund Kalli. 72, ist auch Strohwitwer, kann eigentlich auch nicht richtig viel. Die beiden machen also die Baustelle. Christine ist kurz vorm Nervenzusammenbruch, und nachdem Marleen auch kurz davor ist, beschließt sie, ihren Vater mal mitzunehmen nach Norderney. Ihr Vater mag Norderney nicht, weil Sylt ist ja schöner. Das kennt er ja. Norderney findet er sehr klein. Sie gehen jetzt durch den Ort. 2 Stunden später saßen wir am Surfcafé. Vor uns 2 Eisbecher und das Meer. Ich hatte meinen Vater in einem Höllentempo durch den Ort getrieben. Wir hatten eine Zeitung gekauft. Auf dem Weg zum Kiosk hatte er gesehen, dass es sowohl eine Friedrich- als auch eine Strandstraße gab, genau wie in Westerland. In der Buchhandlung verwickelte er die Inhaberin in eine Diskussion, in der er ihr vorwarf, dass die Straßennamen geklaut seien. Das ist ja hier irgendwie Sylt für Arme. An dieser Stelle verließ ich demonstrativ den Laden und setzte mich draußen auf eine Bank. Er kam erst eine Viertelstunde später heraus, setzte sich neben mich auf die Bank und erklärte, dass sie Inhaberin Helga heiße und ihm einen Reiseführer von Norderney geschenkt habe. Sie wolle übrigens Silvester auf Sylt verbringen. Er habe ihr angeboten, für sie eine Führung zu machen. Sehr aparte Frau, sagte er anerkennend. Sie ist nicht auf Norderney geboren, zugereist. Wollen wir weiter? Aus Angst vor Ladenverboten zog ich das Tempo an. Wir liefen an den zahlreichen Geschäften vorbei. Ich zeigte ihm die Post, die Bank, den Bäcker und ließ ihn nirgends rein. Mein Vater wurde stiller, dann fing er an zu humpeln und blieb plötzlich stehen. Mir tut meine Hüfte weh. Ich soll nicht so schnell laufen. Wollen wir ein Eis essen? Ich hatte Seitenstechen. Er nahm seine Schirmmütze ab und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Oh ja, Pistazie mit Sahne. Schaffst du es noch ein Stück am Strand entlang zu laufen? Dann gehen wir ins Surfcafé und gucken aufs Wasser. Natürlich, Strand geht immer, wir müssen ja nicht zu rennen. Wir gingen schweigend am Wasser entlang. Mein Vater hakte mich unter, sah selig aufs Meer. Das mit dem Strand können Sie, es sieht aus wie zu Hause. Ich war beruhigt. Im Surfcafé bekamen wir einen Tisch in der Sonne, es gab Pistazieneis mit Sahne, dazu Kaffee. Mein Vater fand die Bedienung freundlich und hatte zufrieden bemerkt, dass das Eis 2 Euro billiger war als in seinem Lieblingscafé in Kampen. So schlecht ist es hier gar nicht. Er sah sich zufrieden um. Wirklich gar nicht schlecht. Er löffelte mit Hingabe. Und gutes Eis haben Sie. Er faltete seine Bildzeitung auseinander und fing an zu lesen. Sag mal, Kind. Ich zuckte zusammen. Ja? Das ist doch ganz schön, dass wir zusammen Ferien machen, oder? Ich sah meinen Vater an. Er hatte grünes Eis an der Nase und etwas Sahne am Kinn. Er legte seinen Kopf schief und lächelte. Hattest du eigentlich eine schöne Kindheit? Hast du die Zeitung schon durch? Steht nicht viel drin. Und man kann sich doch auch mal unterhalten. Die Leute sprechen viel zu wenig miteinander. Und jetzt willst du mit mir über meine Kindheit sprechen? Ich wollte nur wissen, ob du deine Kindheit schön fandest. Meine war ja nicht schön. So nach dem Krieg, die schlechte Zeit, wir hatten ja nichts.
Aber ihr seid doch gut aufgewachsen. Wir hatten doch alles. Schönes Zuhause, ein Auto, Ferien, jeden Sonntag Kuchen. Ich erinnerte mich an meinen jungen Vater, der mir das Schwimmen beibrachte, der mir einen Brief schrieb, als ich gerade lesen konnte, der mein Fahrrad reparierte und den Schiedsrichter anpöbelte, weil der mich wegen groben Fouls an einem Handballturnier vom Platz stellte. Doch, ich hatte wirklich eine schöne Kindheit gehabt. Von Gefühlen übermannt griff ich nach der Hand meines Vaters und druckte sie. Ja, Papa, ich hatte eine schöne Kindheit. Dafür sollte ich mich mal bedanken. Ich weiß, dass... Ach was, mein Vater verscheuchte eine Wespe von seinem Eis. Das ist schon in Ordnung. Glaubst du, deine Geschwister hatten auch eine schöne Kindheit? Meine, ach so, ja klar. Wieso? Er griff wieder zu seiner Zeitung. Ich wollte nur fragen. In Bochum hat eine 40-jährige Frau ihre Eltern erstochen und in den Carport einbetoniert. Sie sagte, das wäre die gerechte Strafe für ihre katastrophale Kindheit. Schrecklich. Aber bei euch ist doch soweit alles in Ordnung, oder? Ohne weitere Sentimentalitäten tranken wir noch einen Kaffee. Ich las ebenfalls die Geschichte der Bochumer Tochter und dachte gerade, dass ich gar nicht wüsste, wie man einen Vater einbetoniert, als Marleen anrief. Christine, wo seid ihr? Wir sitzen im Surfcafé und essen Eis. Sag mal, willst du in der Kneipe eigentlich noch Beton schütten? Bitte? Wie kommst du denn da jetzt drauf? War nur ein Scherz. Er war nicht besonders gut. Für das Gesicht meines Vaters hat er sich aber gelohnt. Ich muss so eine Geschichte aus diesem Buch vorlesen, weil sonst muss ich zu viel reden in der Zwischenzeit. Also es ist ja nicht nur so, dass diese Rentner, also Kalli und es gibt noch einen Onno und mehrere andere, sich da die Zeit vertreiben, sondern ich finde ja Romane blöd, wo es keine Liebe gibt. Und das Schöne ist, wenn man sich so, das ist übrigens auch ein Grund zum Schreiben, man kann sich da immer jemanden backen. Und jetzt taucht Johann Thies auf. Der spielt dann in den nächsten Büchern noch eine Rolle, deswegen lese ich es mal einfach mal vor. Also Christine macht dann morgens diesen Frühstücksdienst in der Pension, die ziemlich voll ist. Und ist eben noch ein bisschen angestrengt wegen Papa. Und einen Morgen muss sie ganz schnell in die Rezeption, weil Marleen weg ist. Und da jemand steht. Ich stieß mir die Hüfte an der Tür und fluchte. Dann sah ich den Gast zum Profil und verkniff mir den Rest des Fluchs. Ich ärgerte mich über mein rosa-schwarz geringeltes altes T-Shirt und dass ich mich nicht vernünftig geschminkt hatte, hoffte, dass mein Vater jetzt nicht sofort zurückkam und wurde ein bisschen rot. Alles gleichzeitig. Ein Wahnsinnstyp. Plötzlich kannte ich mein Beuteschema. An dieser Sache mit Liebe auf den ersten Blick war doch was dran. Ich schwitzte und ging mit wackeligen Beinen um ihn herum, bis ich hinter der Rezeption stand, von wo aus ich ihn anstarrte. Leider hatte ich keine Stimme mehr und kein Gehirn. Ich fühlte mich wie ein Idiot. Er sah mich mit rehbraunen Augen an und sagte mit samtweicher, tiefer Stimme, »Guten Morgen, mein Name ist Johann Thies, ich hatte ein Zimmer gebucht.« »Ja, sehr früh, jetzt.« Ich krächzte und räusperte mich, suchte vergeblich nach den Grundformen des deutschen Satzbaus. Hallo, ich meine herzlich willkommen, also Schlüssel. Ich ging hinter dem Tresen in die Hocke, tat so, als würde ich die Schlüssel suchen. Ich biss mich ins Knie, dachte, es würde mir helfen. Johann Thies hatte sich vorgebeugt und meine Turnübung interessiert verfolgt. Ich erhob mich langsam und um Würde bemüht und schloss kurz die Augen. Er war toll und ich hatte es vergeigt. Wahrscheinlich fragte er sich, warum eine solch nette Pension so durchgeknalltes Personal beschäftigte, das auch noch geringelte T-Shirts mit roten Shorts trug. Und plötzlich geschah das Wunder. Er reichte mir seine Hand. Bevor ich glückselig meine Hand hineinlegen konnte, ich hörte schon fast das große Streichorchester, sagte er, kann ich den Schlüssel haben? Ich bin die Nacht durchgefahren und jetzt sehr müde. Marleen rettete mich. Plötzlich stand sie neben mir. Guten Morgen, Herr Thies, richtig? Sie gab ihm die Hand. Sie haben Zimmer 9 im ersten Stock mit Blick aufs Meer. Christine, tut mir leid, ich hatte den Plan mitgenommen. So, hier ist Ihr Schlüssel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt. Mit einem Lächeln nahm er seinen Koffer und ging zur Treppe. Marleen stieß mich an. Was ist denn mit dir los? Stehst du unter Schock? Marleen, ich habe mich benommen wie eine Geisteskranke. Stimmt, du siehst auch so aus. Was war denn? Keine Ahnung. Vielleicht Liebe auf den ersten Blick? Marleen legte mir die Hand auf die Stirn.
Nimmst du was ein? Ich habe mich ins Knie gebissen und er hat es gesehen. Vielen Dank. Wenn man sich so kennenlernt, ist das natürlich immer blöd. Auch wenn man es hinterher erzählt, das wird aber noch ein bisschen blöder, weil Papa das nicht so richtig, also der findet, der hat tückische Augen, damit geht es schon los und das findet er auch ziemlich schnell, auch wenn er ihn nur von hinten sieht am Anfang. Er hat einen neuen Freund neben Kalli, der nun jeden Tag da ist und auch mit isst, ist er praktisch, Marlene kocht er sowieso für alle, Gisbert von Meyer, das ist ein kleiner, schmieriger, rothaariger Inselreporter, der sich in Christine verliebt hat, der HSV-Karten umsonst bekommt, deswegen findet Papa ihn auch besser. Und sie erklären dann Johann relativ schnell zum vermutlichen Heiratsschwindler. Das geht dann auch in diesem ganzen Buch so weiter, die Aufklärung erzähle ich jetzt nicht. Das heißt, die Aufklärung erzählt natürlich doch, wie es dazu kommt, nur nicht. Er ist natürlich kein Heiratsschwindler. Es gibt also ein Happy End und ein Jahr später gehen die beiden, also Johann und Christine, verbringen ihren Urlaub auf Sylt, weil sie gerne, Christine möchte so furchtbar gerne Johann beweisen, dass sie aus einer ganz normalen Familie kommt und dass das mit ihrem Vater auf Norderney ja doch mehr Reizklima war und die Sorge um die Mutter und was so alles passiert. Und in diesem Urlaub geht leider auch nichts richtig gut, weil Tante Inge nämlich plötzlich auftaucht. Das ist die jüngere Schwester von Heinz, die mit einem pensionierten Finanzbeamten, Walter aus Dortmund, verheiratet ist, in einer Reihenhausschnitte wohnt und plötzlich auf Sylt auftaucht und zwar alleine und auch nicht sagt, warum. Und sie wohnt nicht bei ihrem Bruder. Und keiner weiß, was los ist. Nur um zu wissen, wie Inge mal ist. Sie ist also sehr bescheiden und sie geht aber jetzt einkaufen in einer Westerländer Boutique. Inge versuchte, sich vor dem riesigen Spiegel von hinten zu mustern. Also ich weiß nicht. Die Verkäuferin legte den Kopf schief. Doch, sie nickte bekräftigend. Er steht Ihnen hervorragend. Wie für Sie gemacht. Die Rocklänge ist wunderbar. Sie haben wirklich sehr schöne Beine. Es sitzt perfekt in der Taille, fällt schön. Also ich könnte jetzt keine anderen Kunden dieses Kleid verkaufen. Inge hatte ein bisschen gelächelt an der Stelle mit den Beinen, wurde aber schnell wieder ernst. Aber es ist lila. Ein lila Kleid hatte ich noch nie. Man sagt doch immer, das ist der letzte Versuch. Über den Preis mochte sie gar nicht nachdenken. Mauve, korrigierte die Verkäuferin. Es ist Mauve, eine absolute Trendfarbe. Sie hatte Mauve gesagt, trotzdem war es für Inge lila. Unauffällig versuchte sie, das Preisschildchen zu entziffern. Ohne Brille war das unmöglich. Frau Andresen, ich komme sofort. Wie gesagt, Mauve. Die Verkäuferin nahm einen Schal aus einem Regal und legte ihn Inge um. Dann trat sie einen Schritt zurück und nickte zufrieden. Das ist das i-Tüpfelchen. Damit, Frau Andresen. Ja doch, ich komme ja. Lassen Sie das Kleid mit dem Schal wirken und entschuldigen Sie mich für eine Minute. Ich bin sofort wieder für Sie da. Ihre Absätze klackten durch den Laden. Inge wandte sich wieder ihrem Spiegelbild zu. Der Schal war aus sehr feinem silbrigem Material, wirklich sehr elegant. Aber lila, auch wenn es Mauve hieß. Dass es Frau Andresen gefiel, war ja klar. Schließlich wollte sie es verkaufen. Apropos, Inge nutzte die Gelegenheit und suchte in ihrer Handtasche nach der Brille. Sie blickte auf das Preisschild. 429 Euro. Sie hielt die Luft an. Walter würde Stiche kriegen. Andererseits hatte er sich vor 2 Monaten einen neuen Computer gekauft, weil er ins Internet wollte, wegen der Aktienmärkte. In Wirklichkeit guckte er sich aber nur die Sportmeldung an und übte ab und zu Doppelkopf, weil Günther immer gewann. Entschlossen nahm Inge die Brille ab und steckte sie ins Etui, genau in dem Moment, in dem ihr Handy klingelte. 2 Kundinnen drehten sich nach ihr um. Schnell ging Inge in Richtung Umkleidekabine und nahm das Gespräch an. Ja? Sie hatte etwas verschämt geflüstert. Hallo, wer? Inge Müller. Sie flüsterte immer noch. Inge? Hier ist Renate, ich kann dich kaum verstehen. Renate? Das brach so laut aus ihr heraus, dass sich Frau Andresen erschrocken umdrehte. Inge hob beschwichtigend die Hand, ging in die Umkleide und schloss den Vorhang hinter sich. Renate, stell dir vor, ich stehe in einer Westerländer Boutique, habe ein lila Kleid an und weiß nicht, ob ich es nehmen soll. Die Verkäuferin ist ganz begeistert. Das ist ja auch ihr Job. Lila ist aber eine Altweiberfarbe. Du kennst doch den Spruch. Lila ist der letzte Versuch. Renate hatte eine Stimme wie ein Reibeisen. Da gibt es jetzt eine neue Farbe. Mauve. Hat mir meine Tochter geschenkt. Eine Bluse. Totschick. Frag mal nach dem Ton. Der steht dir bestimmt. Aber weswegen ich anrufe, rate mal, wo ich bin. Keine Ahnung. Wo? Im Uhlenhof. Inge ließ sich auf den kleinen Samthocker sinken. In Wenningstedt? Wirklich? Ein sattes Lachen kam aus dem Hörer. Genau, da staunst du, was? Ich habe mir gesagt, was soll der Geiz? Ich mache mir einfach ein paar flotte Tage auf der Königin aller Inseln und kümmere mich um meine Freundin Inge. Nicht, dass du vor lauter Familie wieder zur kleinen Dortmunder Hausfrau wirst. Ist das nicht gut?
Ja, Inge stand vorsichtig auf, um das Kleid nicht zu zerknittern. Das ist eine Überraschung. Ich kann es noch gar nicht glauben. Pass auf, ich komme gleich zu dir. In einer Viertelstunde bin ich da. Ich nehme ein Taxi. Bis gleich. Als sie mit dem Kleid über dem Arm zur Kasse ging, stellte sie sich die nächsten Tage in Renates Gesellschaft vor. Das würde spannend werden. Sie lächelte Frau Andresen an. Und die Farbe heißt wirklich Mauve? Sie hat Renate in der Kur kennengelernt, in Bad Oeynhausen. Renate ist zweimal geschiedene Zahnarztgattin, hat ordentlich Geld und sucht jetzt einen neuen Mann. Und die glaubt, dass Inge allein nach Sylt ist, um auch ihren Walter zu verlassen. Inge äußert sich nicht, aber Inge geht ständig zu irgendwelchen Ärzten und sie wird von ihrer Familie, die sie natürlich beschattet, weil Heinz hat ja da sowas an sich, alles wissen zu wollen, etwas angeschickert in Kampen nachmittags nach dem Genuss von grünen Cocktails, mit einer jungen Kellnerin gesehen. Also Inge verhält sich ganz völlig eigenartig, trifft sie auch mit einem Mann, den da keiner kennt. Heinz ist also völlig außer sich und das Ganze gipfelt dann auch darin, dass Inge in dem Apartment, in dem sie wohnt, eines Nachts überfallen wird. Sie hört ein Geräusch und geht hin, weiß dann gar nichts mehr. Zum Glück kommt ihr Bruder gerade um die Ecke, da wollte sie mal besuchen, um mit ihr zu reden, was eigentlich los ist. Und sie liegt da wirklich bewusstlos. Heinz ist völlig fertig, sie geht ins Krankenhaus. Die, die am meisten unter dieser ganzen Geschichte leidet, dass die ganze Familie hinter Inge her ist, um rauszufinden, was sie da vorhat, ist eben Charlotte, Heinzens Ehefrau. Und die sagt jetzt, die hat doch einen Mann und jetzt ruft sie mal Walter an, Schwager Walter aus Dortmund, um dem vorsichtig zu erklären, dass mit Inge irgendwas nicht in Ordnung ist und weil sie eben wissen wollen, ob die sich jetzt trennen mit fast 70 oder nicht. Und nachdem ich das gelesen habe, machen wir eine Pause. Charlotte ließ die Gardine in der Küche zurückfallen, als Christines Auto nicht mehr zu sehen war. Sie nahm sich eine Tasse Kaffee mit ins Wohnzimmer und tippte die Nummer von Walter ins Telefon. Nach 5 Freizeichen meldete er sich. Müller. Hallo Walter, hier ist Charlotte. Na, das ist ja mal nett. Charlotte. Wir haben uns ja lange nicht gehört. Und, wie geht es euch? Alles in Butter? Viel Arbeit im Garten? Ja, ja, alles gut. Sag mal, Walter, wieso bist du eigentlich nicht mitgefahren? Wohin? Walter, nach Sylt. Warum ist Inge allein hier? Was ist eigentlich los? Schweigen. Charlotte zählte bis 5. Walter, hast du aufgelegt? Nein. Ich bin noch dran. Ja, warum bin ich nicht mitgefahren? Ich hatte so viel zu tun. Pia, Steuererklärung ist noch nicht fertig, weißt du, sie ist so dermaßen schlampig. Überall fliegen die Belege rum, die Hälfte ist weg, bei jedem zweiten Bewirtungsbeleg sind Kaffee- oder Weinflecken drauf. Also ich kann so nicht arbeiten, von mir hat sie das nicht. Und dann muss ich noch die Umsatzsteuer von Gertrud machen, weißt du, die Wirtin vom Elefanten, die kommt mit ihrem Zeug ja auch nicht drüber. Und dann, Walter, du bist Rentner und deine Frau hat eine Lebenskrise. Inge? Blödsinn, das hat sie noch nie gehabt. Da hast du irgendwas falsch verstanden. Charlotte zwang sich, ruhig zu bleiben. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Charlotte, hast du jetzt aufgelegt? Einatmen. Hat Inge denn gesagt, wann sie wiederkommt? Er zögerte mit der Antwort. Nicht so direkt, aber das muss sie ja auch nicht. Ich weiß ja, wo sie ist, wenn was passiert. Lass mal, ich esse ja jeden Tag bei Neumanns, das haben die mir angeboten, dafür gucke ich dann ihre Versicherung durch. Im Vergleich mit ihrem Schwager war Heinz geradezu einfach. Walter, ich glaube, Inge hat ein paar Probleme. Ich finde es nicht gut, dass sie hier allein ist. Probleme? Was für Probleme? Das wüsste ich ja wohl. Und überhaupt. Mit wem telefonierst du? Plötzlich stand Heinz neben ihr und beugte den Kopf zum Hörer. Das ist ja Walter, gib mal. Er hob den Hörer ans Ohr. Walter, bist du das? Ja? Tach, Inge ist überfallen worden. Wann? Gestern Abend. Nein, aber sie war eine Nacht im Krankenhaus. Schwere Gehirnerschütterung, Schock. Mehr hat man so schnell nicht feststellen können. Sie sieht sehr schlecht aus. Und was innen alles kaputt ist, sieht man ja als Laie nicht. Übertreib doch nicht immer so, zischte Charlotte und nahm ihm den Hörer weg. Dann fuhr sie mit normaler Stimme fort. Walter, ich bin jetzt wieder dran. Seine Stimme klang jetzt ärgerlich. Wieso hast du mir es nicht gleich erzählt? Da redest du vom Garten und meine Frau wird fast totgeschlagen. Walter, du hast vom Garten angefangen und ich wollte dich nicht aufregen. Du hast doch so einen hohen Blutdruck. Aber du musst einfach kommen. Ja, ich muss mal nach einer Verbindung gucken. Einen Sparpreis kriege ich wohl nicht mehr, wenn ich so kurzfristig buche, oder? Walter, langsam wurde Charlotte ärgerlich. Es geht um deine Frau und du redest vom Sparpreis. Jetzt pack deine Sachen und sieh zu, dass du zum Bahnhof kommst. Ruf an, wenn du die Ankunftszeit weißt. Wir holen dich dann in Westerland ab. Ja, gut, gib mir nochmal Heinz. Charlotte reichte den Hörer weiter und beobachtete ihren Mann, der konzentriert zuhörte. Das geht bei ihr immer von selbst vorbei. Ist auch nicht oft.
Da frage ich mal. Aber das geht auf jeden Fall. Also dann, tschüss und gute Fahrt. Er drückte die rote Taste und legte den Hörer wieder auf die Station. Dann ging er wortlos raus. Heinz? In der Tür drehte er sich um. Ja? Was wollte Walter denn noch? Er wollte wissen, ob es hier irgendwo Premiere-Fernsehen gibt wegen Dortmund gegen Bayern übermorgen. Wie? Walter kommt wegen Inge hierher und will dann Fußball gucken? Ist doch gegen Bayern. Ganz wichtiges Spiel. Charlotte schüttelte fassungslos den Kopf. Meine Güte. Und was geht immer von selbst vorbei? Wenn du mal komisch bist. Das geht ja meistens von allein weg. So, ich gehe jetzt Rasen mähen. Charlotte wurde plötzlich unsicher, ob der Entschluss, Walter anzurufen, wirklich richtig gewesen war. Bevor Walter kommt, ruft er gleich nochmal zurück. Das machen wir nach der Pause. Viel Spaß. Herr Frankl hat mich heute Nachmittag bei dieser Sprechstunde gefragt, warum ich denn angefangen habe zu schreiben. Und hat die Theorie, dass ich ja fürs Lesen jetzt Geld kriege. Das war ja früher nicht so. Was ich noch viel schöner finde, ist, wenn man bei einer Lesung eine Pause macht und alle reden. Und dann geht man einfach nur wieder hin und setzt sich und guckt. Dann werden alle ruhig. Unglaubliches Gefühl. Ich habe noch nicht mal was gesagt. Aber dann können wir ja mal langsam wieder los. Wir müssen ja auch fertig werden von heute Abend. So, immer noch bei Inge. Walter ruft natürlich zurück. Nach ungefähr 15 Minuten dieses ersten Gesprächs. Das Telefon klingelte in dem Moment, in dem Charlotte ihre Hände in eine weiche Masse aus Mehl, Milch, Zucker und Eiern versenkte. Walter war manchmal ein Schriesel, aber er aß so gerne Käsekuchen. Sie hielt inne. Heinz hatte den Rasenmäher ausgestellt. Heinz? Nichts. Nur das Telefon klingelte weiter. Charlotte schüttelte die Hände über der Schüssel ab und sah sie nach einem Lappen um. Er lag über dem Stuhl. Weit weg. Heinz! Telefon! Was? Der Anruf hatte Kondition, es klingelte immer noch. Das Telefon! Ja, dann geh doch ran. Ich habe Teig an den Fingern. Das Klingeln verstummte. Schon gut. Charlotte knetete weiter. 10 Sekunden später klingelte es wieder. Telefon! Heinz' Stimme klang fröhlich. Ich habe Gras an den Fingern, geh du mal. Der Teig war jetzt trockener und leichter abzustreifen. Charlotte ging ins Wohnzimmer und nahm den Hörer ab. Ein kleiner Teigklumpen fiel auf die Konsole. Hallo, hier ist nochmal Walter. Wart ihr gerade eben nicht da? Doch. Charlotte schnipste den Krümel auf den Boden. Ich knete gerade Teig und Heinz mäht Rasen. Wir waren nicht schnell genug. Ach so, dann kann ich Heinz ja nicht stören. Das geht wohl schlecht. Mich kannst du eigentlich auch nicht stören, dachte Charlotte. Was wolltest du denn? Vielleicht kann ich dir ja auch helfen. Er überlegte kurz. Du kannst ihn vielleicht mal fragen, ob ihm das was ausmacht, wenn er mich morgen Abend um 21.39 Uhr in Wesserland abholt. Wieso kommst du denn erst so spät? Der Zug fährt doch etwa 7 Stunden, da kannst du doch viel früher hier sein. Fragst du Heinz bitte mal, ob es ihm was ausmacht? Charlotte atmete tief durch. Moment. Sie öffnete das gekippte Fenster ganz und wollte gerade laut rufen, als sie sah, dass ihr Mann genau unter dem Fenster stand und zu ihr hochsah. Walter will wissen, ob es dir was ausmacht, ihn morgen Abend um 21.39 Uhr vom Bahnhof abzuholen. Wieso denn erst so spät? Charlotte nahm das Telefon wieder ans Ohr. Heinz will wissen, warum du erst so spät kommst. Ich habe da so ein Ticket gekauft. Das ist mit Ermäßigung für Rentner und weil ich über einen Sonntag fahre und wegen noch irgendwas. Das kostet nur 54,50. Stell dir vor, Dortmund bis Westerland. Ich kann da nur nicht Intercity fahren oder mit dem ICE. Was sagt er? Wollte Heinz von draußen wissen. Charlotte nahm den Hörer vom Ohr. Er hat so ein Sparticket, ohne Intercity und ICE. Aha, und wann fährt er los? Walter, wann fährst du los? Walter raschelte am anderen Ende mit Papieren. Um 8.20 Uhr. Ich muss aber 7-mal umsteigen. Du spinnst doch. Heinz, er fährt um 8.20 Uhr und muss 7-mal umsteigen. Frag Walter mal, was er bezahlt. Das habe ich gehört, Charlotte, habe ich doch gesagt. 54,50. Charlotte nahm den Hörer wieder runter. 54,50. Heinz nickte zufrieden. Das ist günstig. Walter, der alte Sparfuchs. Richtig so. An dem verdient nicht mal die Bahn was. Natürlich hole ich ihn ab.
Wenn er nochmal sparen kann, auch später. Geht in Ordnung, Walter. Ihre Stimme war emotionslos. Dann schmier dir ordentlich Brot, damit du nicht für teures Geld im Zug was kaufen musst. Oder am Bahnhof. Da bin ich gerade dabei, antwortete Walter eifrig. Meinst du, dass 6 Stullen reichen? Dann hätte ich nämlich noch eine für morgen früh. Charlotte rieb mit ihren mehligen Fingern über die Konsole. Bestimmt, Walter. Bestimmt. Bis morgen dann. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass niemand vergessen oder alle vergessen haben oder niemand daran gedacht hat, Inge irgendwas zu erzählen, dass der Gatte unterwegs ist. Inge sagt immer noch nicht, was sie eigentlich in Wesseland macht und mittlerweile machen sich alle wirklich richtig Sorgen um sie. Ich lasse jetzt mal diese Stellen aus, wo Christine immer noch versucht, Johann davon zu überzeugen, dass sie aus einer ganz normalen Familie stammt. Das wird auch etwas schwierig. Und jetzt fahren die beiden also zu Inge in die Pension, in der sie gerade wohnt. Wie gesagt, ohne ihr was gesagt zu haben. Inge schlüpfte in ihren Schlafanzug und in den Bademantel. In einer halben Stunde gab es einen Spielfilm im Fernsehen, den wollte sie noch sehen. Als sie das Fenster öffnete, fuhr gerade ein Auto auf dem Parkplatz vor dem Haus. Inge sah auf die Uhr. Es war schon 9:45, die neuen Gäste reisten ja wirklich spät an. Inge beugte sich vor und hielt die Luft an. Es war Heinz. Um diese Uhrzeit. Sie hatte überhaupt keine Lust, jetzt mit ihrem Bruder zu diskutieren. Sie wollte den Film sehen. In diesem Moment wurde die Beifahrertür geöffnet. Bitte nicht auch noch Charlotte. Die Person, die ausstieg, war voluminös und bewegte sich schwerfällig. Vor Schreck blieb Inge der Mund offen stehen. Es war Walter. Mit einem riesigen Rucksack auf dem Rücken. Inge fragte sich, wie er damit gesessen hatte. Laufen konnte er jedenfalls kaum. Inge befürchtete, ohnmächtig zu werden. Sie riss die Haustür auf und starrte die beiden an. Überraschung! Heinz lehnte sich lässig an den Türrahmen und lächelte. Hast du etwas schon geschlafen? Mit seinem überdimensionalen silberfarbenen Rucksack sah Walter ein bisschen so aus wie Neil Armstrong beim Betreten des Mondes. Und so bewegte er sich auch. Er wankte 2 Schritte auf sie zu. Na, mein Inge, da guckst du was. Ich habe mich sofort in den Zug gesetzt, als ich von einem Anschlag auf dich gehört habe. Walter! Inges Stimme klang sehr schwach. Mittlerweile wünschte sie sich eine Ohnmacht geradezu herbei. Ja, was hast du denn da für ein Ding auf dem Rücken? Das? Walter versuchte, seinen Kopf ein Stück zu drehen. Das ist ein Rucksack. Damit kann man eine Weltreise machen. 20 Innentaschen, frostsicher, ultraleichter Kunststoff, ganz prima. Aha, 20 Innentaschen, wiederholte Inge tonlos. Und wiegt fast nichts. Heinz schlug begeistert auf das Monstrum, sodass Walter ein Stück vortaumelte. Hat er geliehen von, wie heißt er noch? Von Henning. Das ist der Sohn von meinem ehemaligen Kollegen Paul. Der macht öfter mal eine Weltreise und hat es auch so im Rücken. Da soll man ja keine Koffer tragen. Von wegen der ungleichen Belastung, das verschiebt die Wirbel. Deshalb hat er mir den Rucksack geliehen. Das fand ich sehr nett. Und er braucht ihn erst im Oktober zurück. Im Oktober. Inge fühlte sich wie ein traumatisierter Papagei. Sag bloß. Ja, Walter nickte zufrieden. Man kriegt ihn nur so schlecht allein runter. Das machen wir gleich zusammen. Heinz schob sich an Inge vorbei in den Flur. Jetzt komm da erst mal rein. Kleines Pilz. Walter nickte. Gerne. Das wird auch Zeit. Ich hatte mein Wasser schon in Münster ausgetrunken. Inge, wo hast du dein Bier? In der Gaststube oder sollen wir bei Petra klopfen? Plötzlich erwachte Inge aus ihrer Starre. Untersteh dich. Wir klopfen nicht bei Petra und wir gehen auch unter gar keinen Umständen in die Gaststube. Es ist nach 10 Uhr abends. Was ist eigentlich in euch gefahren? Walter, wieso rufst du nicht an, bevor du dich mit so albernem Gepäck in den Zug setzt? Ich habe doch klar und deutlich gesagt, dass ich ein paar Tage Ruhe brauche. Spreche ich Bulgarisch oder wieso hört mir keiner zu? Nun reg dich doch nicht auf. Ihr Bruder tätschelte ihr den Arm. Wir schlafen da mal drüber und morgen sehen wir weiter. Er zwinkerte seinem Schwager zu und begann umständlich, ihm das Trumpf vom Rucksack abzunehmen. Ihr könnt gern drüber schlafen, nur hier nicht. Inges Stimme zitterte. Sie wusste selbst nicht, ob vor Wut oder Kälte. Ich habe ein Einzelbett, Walter. Es tut mir leid. Du hattest bestimmt eine anstrengende Fahrt, aber ich habe es dir gesagt. Ich will meine Ruhe. Und jetzt will ich meinen Film sehen. Also tschüss. Mit hängenden Armen und verblüfften Gesichtern standen Walter und Heinz vor ihr. Walter fand als erster seine Sprache wieder. Ja, wenn du meinst. Aber wo soll er denn hin? Heinz hob theatralisch die Hände. Er kann ja wohl nicht in den Dünen schlafen. Inge musterte nachdenklich den Weltenbummler-Rucksack. Wohl nicht. Aber bei euch ist doch Platz. Für eine Nacht kann Walter ja wohl auf der Couch schlafen. Und morgen fährst du wieder nach Hause, Walter. Mir geht es gut. Das hast du jetzt gesehen. Du kannst beruhigt zurück. Sie ignorierte die entsetzte Miene ihres Bruders und sah stattdessen Walter an. Er überlegte einen Moment, dann schüttelte er den Kopf. Das geht nicht. Da muss ein Sonntag dazwischen sein. Das ist schlecht. Wie?
Sonntag. Inge verstand kein Wort. Sparpreis. Walter tippte sich bedeutungsvoll an die Stirn. Ich habe die Bahn ausgetrickst. Die normalen Fahrpreise sind ja eine Unverschämtheit. Jetzt habe ich was ausgetüftelt, das ist sensationell preiswert. Aber wenn ich morgen zurückfahre, ist mein ganzes System hinfällig. Bevor Inge antworten konnte, stellte sich Heinz wie ein Schutzschild vor seinen Schwager. Inge, ich erkenne dich nicht wieder und ich schäme mich für dich. Walter, du kommst jetzt mit zu uns. Es ist ja nicht so, dass die ganze Familie durchgedreht ist. Einige von uns haben noch Anstand. Also dann, Wiedersehen. Ohne die Antwort abzuwarten, stürmte Heinz an seiner Schwester vorbei nach draußen. Walter beugte sich seufzend und schob mühsam seinen Arm in einen der Tragegurte. Inge fühlte plötzlich Mitleid, beugte sich vor und hielt den Gurt hoch. Walter lächelte sie dankbar an. Er zog die Gurte zurecht und wippte ein paar Mal, bis alles richtig saß. So, dann gehe ich wohl mit deinem Bruder mit, was? Inge strich ihm kurz über die Wange. Ja, Walter, ich habe es dir extra gesagt, ich muss ein bisschen alleine sein. Sag mal, Inge, was? Aber du bist nicht sauer auf mich, oder? Nein, du hättest nur anrufen sollen. Aber die Fahrkarte war wirklich günstig. Wie lange dauert das denn noch? Also das mit dir, meine ich. Ach, Walter, er hatte mit diesem riesigen Rucksack eine frappierende Ähnlichkeit mit einer Comicfigur, die Pia als Kind gehabt hatte, Big Jim oder so ähnlich. Du und ich, wir müssen was aus unserem Leben machen, mal was wagen, auch wenn wir schon in Rente sind. Also wirklich. Walter guckte entrüstet. Wenn das heute mal nichts war, ich bin 7-mal umgestiegen mit dem Ding hinten drauf. Du, und ich habe ein paar nette Leute kennengelernt und das alles für 54,50. Natürlich verlässt Inge Walter nicht. Ich bin ja sehr fürs Happy End. Aber was sie da wirklich auf Sylt vorhat und all sowas, das können Sie ja auch selber lesen. Da hat ja keiner Zeit für ihn, das alles zu erklären. So, wieder ein Jahr später. Also ich mache das immer alles, dann brauche ich nicht recherchieren. Je nachdem, wie ich die Bücher schreibe, so alt werden die dann auch. Das ist immer ganz praktisch. Also Christine jetzt schon 2 Jahre mit Johann zusammen, aber schwerste Krise, weil Johann nämlich jetzt in Schweden einen Job angenommen hat, den er auch ganz toll findet und überhaupt keine Anstalten macht, mit Christine zusammen, wie geplant, in eine Wohnung zu ziehen. Christine ist also irgendwie stinkig, Papa mischt sich wieder ein, findet, dass das Kind ja mal irgendwas aus seinem Leben machen muss und sich mal klar werden muss, was sie mal werden will. Die hat nämlich auch keinen Job mehr im Moment. Und man hat ja mehrere Kinder, also besticht der Schwester Ines, die 7 Jahre jünger ist. Er bezahlt das auch, mit der großen Schwester nach Dänemark zu fahren und sie auf andere Gedanken zu bringen. Wenn man Liebeskummer hat, schweren, ist das Letzte, was man will, mit seiner kleinen Schwester nach Dänemark zu fahren. Da gibt es also ein kleines Zerwürfnis und alles kommt aber ganz anders, als dann die beiden Schwestern zusammensitzen und Christine versucht zu erklären, dass sie auf keinen Fall mit ihr nach Dänemark fährt, als plötzlich Freundin Marleen anruft aus dem Urlaub in Dubai. Und der Anruf ist sehr ominös und die beiden Schwestern sind dabei, nicht mehr so ganz nüchtern, aber beschließen aus verschiedenen Gründen, dass sie nicht nach Dänemark, sondern nach Norderney fahren. Und so ein bisschen steige ich da mal in den Anfang. Ich schrieb in Krisensituationen immer Listen. Meine Schwester fand das albern, sie meinte, in der Zeit, die ich darauf verwendete, alles aufzulisten, hätte sie die gesamte Problematik schon 2-mal gelöst. Ich hielt das für Unsinn. Mit einem Blick auf den Kirchturm vor meinem Haus und einem kleinen Stoßgebiet in dieselbe Richtung strich ich das Blatt Papier glatt und begann. Erstens. Meine langjährige und beste Freundin Marleen hat eine Reise nach Dubai gebucht, zusammen mit ihrem neuen Freund Björn, von dem außer mir noch niemand weiß. Von dieser Reise sollte sie eigentlich diese Woche zurückkehren, das tut sie aber nicht. Zweitens. Stattdessen sitzt sie nun aus Gründen, die mir völlig schleierhaft sind, dort fest. Drittens. Am Samstag ist Bettenwechsel und die Pension Haus Teda fast ausgebucht. Marleen wollte am Freitag wieder zurück sein. Das ist morgen und daraus wird nichts. Viertens. Deshalb fahren meine Schwester und ich heute Nachmittag nach Norderney. Gesa gibt uns den Schlüssel. Bis dahin müssen wir uns auch eine unglaublich gute Geschichte ausdenken, die auf charmante Weise Marleens Fernbleiben erklärt. In dieser Geschichte dürfen 3 Wörter keinesfalls vorkommen. Dubai, Björn und Schwierigkeiten. Fünftens. Ines und ich haben noch nie eine Pension geführt. Sechstens. Niemand, wirklich niemand darf erfahren, was mit Marleen los ist. Ihr beauftragter Anwalt Kühlke aus Oldenburg hatte strikt angeordnet. Aus diplomatischen und was weiß ich noch für Gründen. Fazit, die Idee mit Dänemark war eigentlich gar nicht so schlecht. Die beiden fahren also jetzt hin. Auf der Fähre treffen sie schon mal wieder den unsäglichen Gisbert von Meyer, der sofort fragt, wieso, was ist denn mit Marleen? Und dieser Anwalt hat den beiden also erklärt, nachdem rauskommt, dass Marleen
aus irgendeinem Grund an Untersuchungshaft sitzt, dass auf keinen Fall irgendwas jemand wissen darf. Das ist ein laufendes Verfahren und sie wissen noch nicht, was los ist und sie sollen auch an die Klatschpresse denken. Also bitte unbedingt den Mund halten, irgendwas erzählen. Sie denken sich eine ganz abenteuerliche Geschichte aus. Christine ist ja wieder Journalistin, soll angeblich ein Porträt schreiben über Marlene, wie sie es alles macht. Und deswegen sind sie da. Das Problem ist nur, das wissen die auch schon, seit sie auf der Fähre sich darüber unterhalten haben, wer was macht, die können beide überhaupt nicht kochen. Diese Pension hat aber Halbpension. Und außer Gesa, der studentischen Hilfskraft, die die Zimmer macht, und Adelheid, eine pensionierte ehemalige Pensionswirtin, die auch nur halbe Tage da ist zum Frühstücksdienst, wissen sie eigentlich noch nicht genau, was da passiert. Und es gibt eben neben Gesa und neben Adelheid, das ist ein Dragoner, noch einen Barkeeper, der ja auch eingeweiht werden muss. Und der taucht jetzt auf. Eigentlich wollte ich Gesa noch fragen, wie der Mann hieß, den Marlene für die Bar eingestellt hatte. Gesa kam mir zuvor. Ach übrigens, Pierre ist schon da, der Barmann. Der muss ich auch noch kennenlernen. Ist er verschwiegen? Also Gesa ist eingeweiht in die ganze Geschichte. Ist er verschwiegen? Gesa drehte sich an der Treppe zu mir um. Nein, Pierre ist ein schwuler Barkeeper und neben Gisbert die größte Klatschtante auf der Insel. Wir nehmen die Geschichte, die Gisbert von Meyer auch geglaubt hat. Bis gleich. Pierre hieß in Wirklichkeit Peter und kam aus Winsen an der Luhe. Ines schob ihm ihr leeres Bierglas zu. Und wieso nennst du dich Pierre? Noch ein Bierchen? Er zapfte schon, bevor sie antworten konnte. Hase, du kannst doch nicht der Geschäftsführer so einer eleganten Bar sein und Peter heißen. Ich bitte dich. Nein, nein. Peter aus Winsen. Um Himmels Willen. Pierre aus Berlin. Das ist doch ein ganz anderes Kaliber. Berlin? Da lebt meine Oma. Sie ist die Einzige, die noch Peter sagen darf. Neben meiner Mutter, die sagt aber meistens Spatzi. Ich starrte diesen schönen, charmanten Mann an. Spatzi. Aus Winsen an der Luhe. Und er redete und redete und redete. 1 Euro für deine Gedanken. Pierre Stimme holte mich zurück. Hier, probier mal, ich habe dir einen kleinen Cocktail gemixt zur Entspannung. Du hast ja schon eine richtige Zornesfalte, Schätzchen. Keep cool. Er schob mir ein kleines Glas mit einer roten Flüssigkeit zu. Prost, Schwesterherz, ich sag's doch. Vielleicht hörst du mal auf andere. Ines hob ihr Bierglas. Pierre, sie hat diese Falte schon seit Jahren. Sie ist so unentspannt. Das ist ganz furchtbar. Wenn dieses Zeug hilft, kriegt sie das von mir ab sofort jeden Tag. Komm, Chrissy, du bist so eine schöne Frau ohne die Falte. Was drückt dich denn? Ist es die Liebe? Willst du drüber reden? Ich probierte den Cocktail. Er war richtig gut, aber noch lange kein Grund, mich auszufragen. Ich sah in Pierres braune Augen. Er hatte lange Wimpern und wirklich ein sehr schönes Gesicht. Wenn du noch einmal Chrissy sagst, lasse ich ein Schild mit bei Peter an die Tür tackern. Und wenn du noch einmal über meine Falte redest, kommt da auch noch aus Winsen an der Luhe dazu. Ist das klar? Er strahlte mich an. Natürlich, Liebes, das musst du mir nur sagen. Ich bin wahnsinnig diskret. Hast du sonst sowas auf dem Herzen? Ja, vielleicht hatten wir Glück. Kannst du kochen? Er lachte sofort los, kriegte sich kaum noch ein. Wie süß, ich und kochen, was glaubst du wohl, warum ich jeden Mittag zu Marlene essen gehe? Weil ich die Müsli-Regel nicht mehr sehen kann. Ich kann aber backen, Philadelphia-Torte, da sind immer alle ganz begeistert. Die mache ich mal für euch, schön mit Mandarinchen. Ach, ich glaube, wir vier haben noch ganz viel Spaß zusammen. Gesa, Ines, noch ein Bierchen, Chrissy, Tine, noch einen Gute-Laune-Drink? Ich seufzte leise. Spaß würden wir bestimmt haben, aber leider nichts Vernünftiges zu essen. Der erste Morgen, das erste Frühstück. Was ist denn jetzt mit dem Rührei? Gesa stand plötzlich hinter mir. Ich rutschte mit dem Messer ab und schnitt das Brot schief. Es sind schon 5 Gäste im Frühstücksraum und das Buffet ist erst zur Hälfte aufgebaut. Ich ließ das Messer fallen und drehte mich zu Ines um, die mit einer Gabel Muster auf die Butter malte. Du wolltest die Eier machen. Lass doch mal diese Albernheit mit der Butter. Meine Schwester zog eine letzte Linie und stellte die Butterteller auf das Tablett. Das sieht sehr schön aus. Das Auge ist mit. Ja, Gesa schob sie zur Seite. Wenn was zu essen da ist, es fehlen noch Eier, Butter und die ganzen Wurstplatten. Jetzt beeilt euch doch mal. Ich nahm die Pfanne vom Regal und knallte sie auf den Herd, warf ein Stück Butter rein und fragte Gesa, wo bleibt Adelheid eigentlich? Ich denke, sie kommt immer um 8. 2 Eierschalen fielen auf den Boden. Ines trat drauf, als sie mir die Milch reichte. Sie schob sie mit dem Fuß ein Stück zur Seite. Was ist denn jetzt mit Adelheid? Was soll mit mir sein? Die tiefe Stimme kam von der Tür. Ines und ich drehten uns sofort um. Wie sieht das hier denn aus? Ich hatte sie mir völlig anders vorgestellt. Hatte gedacht, sie wäre klein, pummelig, mit weißen Löckchen, praktischen Kitteln und einem lieben Gesicht. Stattdessen war sie knapp 1,80 Meter groß, hatte graue, kurze Haare, ein breites Kreuz, große Hände und Füße und eine Stimme wie ein Mann.
Sie ließ den Korb, den sie in der Hand hatte, fallen und stemmte mit einem missbilligen Gesichtsausdruck die Hände in die Hüften. Hier ist ja alles durcheinander. Da liegen Eierschalen auf dem Boden. Was für eine Sauerei. Nehmt doch mal einen Besen. Und die Butter in der Pfanne ist heiß, das riecht man noch. Die Eier müssen da rein. Guten Morgen, Adelheid. Gesa ging mit einer Platte an ihr vorbei. Wir müssen uns beeilen, wir reden gleich, ja, über Marleen? Die Tür klappte hinter ihr zu. Ich weiß Bescheid, Ada zeigte auf die Pfanne. Die Eier. Ach so, ja. Ich rührte noch einmal um und goss die Masse hinein. Ich bin übrigens Christine und das ist meine Schwester Ines. Das habe ich mir schon gedacht. Ada knöpfte ihre Fließjacke auf und zog sich einen Kittel über. Habt ihr genug Kaffee gekocht? Also so eine blödsinnige Idee, ich fasse es einfach nicht. Gesa kam mit 3 leeren Thermoskannen zurück. Kaffee ist leer. Ist die Maschine noch nicht fertig? Wir hatten sie noch nicht einmal angestellt. Frühstück, erste Abendessen. 2 nicht kochende Frauen und eine Truhe voll und obendrauf Leberkäse, Weißwürstchen und Laugenbrezel. Und die beiden denken, toll, wir machen bayerischen Abend, was sehr sinnfällig ist auf Norderney. Und auch nicht richtig gut wird. Sehr viel später saßen wir an der Bar, hinter der sich ein hemmungslos kichernder Pierre fast wegwarf bei der Vorstellung von 30 geplatzten, aufgequollenen Weißwürsten. Ich konnte seinen Heiterkeitsausbruch nur begrenzt vollziehen. Natürlich war es falsch gewesen, die geplatzten Würstchen hinzustellen, aber was sollten wir machen? Der Leberkäse war innen noch gefroren. Ines hatte sich vertan, weil sie die Backzeit mit dem Haltbarkeitsdatum verwechselt hatte. Das konnte ja passieren. Ich hatte mich bei den Gästen entschuldigt und gelobt, dass so etwas nie wieder passieren würde. Richtig viel genützt hatte es nicht. Die Stimmung der Gäste beim Verlassen des Gastraumes war denkbar schlecht. Der Kommentar meiner Schwester konnte mir nun auch nicht weiterhelfen. Da müssen wir uns morgen aber anstrengen. Das war wohl nix. Also gut, ich werde Adelheid bitten, uns beim Kochen zu helfen. Anders geht es nicht. Das macht sie nicht, sagte Ines. Ich habe sie gefragt. Sie hat keine Lust zu kochen, hat sie gesagt. Sowas hätten wir uns vorher überlegen müssen. Und abends arbeitet sie sowieso nicht mehr. Das hätte sie ja gar nicht nötig. Anderer Vorschlag. Verzweifelt sah ich meine Schwester an, dann Gesa. Inzwischen hatte sich Pierre beruhigt und begriffen, dass die Lage nicht nur komisch war. Ihr könnt beide echt nicht kochen? Fragte er verblüfft. Beide nicht? Nein, Ines und ich antworteten im Chor. Und dann macht ihr so einen Jobtausch? Nur weil Christine einen Artikel schreiben möchte? Und ihr könnt beide echt nicht kochen? Pierre begriff es kaum, ich eigentlich ebenso wenig. Aber wir konnten es ihm auch nicht erklären. Die Wahrheit war schließlich viel schlimmer. Tja, sagte er langsam und sah sich in der Bar um. Da müssen wir einen Koch einstellen. Ganz schnell. Ich höre mich nach einem um. Kopf hoch. Hasen. Das kriegen wir alles gebacken. Der Koch, der da eingestellt wird, heißt Hans Jörg, ist 17 im zweiten Lehrjahr, hat Pickel und ist sehr unsicher. Und auch nicht so der richtige Bringer. Also er ist ein bisschen, er hat die ganz große Kontrolle, dass also nicht mehr alles ganz schief geht, aber so wirklich gut ist es nicht. Leider Gottes schreibt Giesbert irgendwann einen befeuernden Artikel über den neuen Wind in der Pension, weil er immer noch in Christine verknallt ist und er denkt, er kriegt sie so. Mit einem geschönten Bild von Christine und einem ungeschönten Bild von der Schwester. Und Kalli hat nichts anderes zu tun, als sofort diesen Artikel auszuschneiden und nach Sylt zu faxen. Man ist ja auch stolz, wenn das Kind in der Zeitung ist. Das löst aus, dass Mama, die sagt, das Kind kann ja nicht kochen, sofort nach Norderney reist und damit Freundin Hanna, was die Frau ist von Kalli, die Küche übernimmt. Nur im ganz kleinen Zusammenhang, die Kochunfähigkeit von Christine und Ines ist in diesem Fall genetisch bedingt. Mutti, wenn du Livestream guckst, es hat nichts mit dir zu tun. Am nächsten Tag saßen Hanna und meine Mutter, also das ist ein paar Tage später, am nächsten Tag saßen Hanna und meine Mutter mit Kaffeetassen in der Hand auf der Bank im Hof und steckten ihre Köpfe zusammen. Als sie mich bemerkten, fuhren sie auseinander und schauten mich an. Ist irgendwas? Ich blieb vor ihnen stehen. Sie trugen beide weiße Kittel. Ich fragte mich, wo sie die her hatten. Meine Mutter hatte immer einen ausgesprochen guten Geschmack bei ihrer Kleidung. Was sie jetzt dazu brachte, in diesem Kittel zu kochen, war mir schleierhaft. Wie seht ihr überhaupt aus? Wie die Profis. Hanna blickte an sich hinunter. Hans Jörg hat gesagt, er kann nicht arbeiten, wenn so viele Leute in bunten Blusen in der Küche stehen. Ihm wird ganz schwindelig. Deshalb hat er die Kittel besorgt. Das ist doch praktisch. Und die Gäste wissen, dass wir zum Personal gehören. Ach so. Ich betrachtete meine Mutter, die sehr zufrieden und gut gelaunt wirkte. Und sonst? Kind, alles fein. Wir sind soweit fertig und machen jetzt Kaffeepause. Meine Mutter strahlte mich an. Ich gehe mal gucken, was Hans Jörg so macht. Die Küche sah weniger chaotisch aus, als ich befürchtet hatte. Hans Jörg stand am Herd und schmeckte ab. Als er mich bemerkte, zuckte er zusammen. Ich probiere nur, ich mache gar nichts. Du sollst was machen. Ich öffnete die Backofentür und betrachtete das Blech voller Hähnchenschenkel.
Hans-Jörg folgte meinem Blick. Das soll toskanisches Olivenhähnchen sein. Wo sind denn da die Oliven? Das sind doch nur gegrillte Hühnerbeine. Charlotte mag keine Oliven. Und Hanna hatte so viele Hähnchenschenkel in der Truhe. Salbei und Majoran mochten die Damen nicht riechen, deshalb haben sie die anderen Kräuter aus dem Rezept ebenfalls weggelassen. Von Paprika kriegt dein Vater ja immer Sodbrennen, der fehlt auch. Mein Vater ist doch gar nicht da. Ich ließ die Backofentür wieder zufallen und wandte mich an die anderen Töpfe. Naja, aber der Rest sieht gut aus. Hast du das abgeschmeckt? Hans-Jörg nickte. Deine Mutter nimmt nur Salz und Maggi und Hanna kann nicht schmecken, wenn es zu heiß ist. Aber ansonsten sind sie sehr nett. Ich tippte mit dem Zeigefinger auf seine Brust. Hans-Jörg, ich appelliere an deine Kochehre. Es geht nichts raus, was du nicht abgeschmeckt hast, ja? Versprich es mir bitte. Ich habe keine Lust, mich endlos bei den Gästen entschuldigen zu müssen. Suchend sah ich mich um. Sag mal, was gibt es denn für die Vegetarier? Meine Mutter kam mit Hanna wieder zurück und hatte meine Frage gehört. Wieso Vegetarier? Mama, wir haben auch Gäste, die kein Fleisch essen. Frau Stehler zum Beispiel, die sowieso dauernd meckert. Was bekommen die denn? Kein Fleisch. Kopfschüttelnd verschränkte Hanna die Arme vor der Brust. Das ist auch so eine neumodische Marotte. Aber sie können die Suppe essen. Das ist ja nur Huhn und wir haben es ganz klein geschnitten. Das schmeckt man gar nicht. Ich lächelte sie angestrengt an. Papa ist ja zu Hause geblieben und sollte bei Tante Inge und Onkel Walter essen. Aber Tante Inge kocht mittags nicht. Und abends kriegt er Sodbrennen und kann nicht schlafen. Und dann hat er sich auch noch mit Onkel Walter zerstritten wegen einer Flatline. Also hat er sich ein Zugticket gekauft, das hat Kalli gemacht. Und Kalli hat ihm auch gesagt, das sieht alles, die müssen so viel arbeiten und da kocht nur ein Kind außer denen. Und dann beschließt Papa, es ist wohl besser, er guckt nach dem Rechten. Er hat auch genug zu tun, weil Adelheid ist mit dem schwulen Pierre zerstritten und Papa will klären, warum. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass er immer noch keiner weiß, was mit Marlene ist. Und da ist ja irgendwas auch nicht ganz in Ordnung. Die Damen müssen jetzt die beiden Herren beschäftigen. Christine fährt mit Hans-Jörg einkaufen und kommt wieder. Die Einfahrt zum Hof sah anders aus, als sie vom Einkaufen zurückkam. Ich trat so abrupt auf die Bremse, dass der Motor ausging und Hans-Jörg, der sie schon abgeschnallt hatte, fast mit dem Gesicht an die Scheibe knallte. Was ist denn hier passiert? Entsetzt starrte ich auf die Buchsbaumhecke, die nur noch einen knappen Meter hoch war. Dafür konnte man jetzt eine Wasserwaage oben drauf legen. Marlene würde einen Anfall kriegen. Aus 2 Meter Sichtschutz war eine englische Beeteinrahmung geworden. Das sieht sehr ordentlich aus. Hans-Jörg schnallte sich ab. Viel heller. Ordentlich? Marlene wird ausflippen. Da hat doch irgendeine Gartenbaufirma eine Adresse verwechselt. Der Idiot, der das gemacht hat, kann was erleben. Wütend parkte ich das Auto, stieg aus und ging mit langen Schritten ins Haus. In der Küche saßen Hanna und meine Mutter am Tisch, hörten Radio und wickelten Dosen Spargel in gekochten Schinken. Das gibt ein 70er-Jahre-Buffet, das können die. Als ich die Tür aufstieg, sahen sie erschrocken hoch. Knall doch nicht so mit den Türen, man kann auch leise reinkommen. Habt ihr mitbekommen, welche Firma das war? Hanna guckte verständnislos. Firma? Da draußen. Ungeduldig wartete ich auf die Antwort. Wo sind denn Ines und Gesa? Irgendjemand musste was mitbekommen haben. Im Garten. Hanna öffnete die nächste Spargeldose. Und wenn du rausgehst, nimm mal 2 Flaschen Bier mit für deinen Vater und Kalli. Die haben bestimmt Durst nach der ganzen Arbeit. Von einer bösen Vorahnung erfüllt blieb ich stehen und drehte mich sehr langsam um. Was für eine Arbeit? Unbekümmert sah meine Mutter mich an. Wir haben sie rausgeschickt. Sie saßen uns wirklich nur im Weg rum. Wir haben ihnen vorgeschlagen, mal zu gucken, ob es im Garten etwas zu tun gibt. Ein bisschen Unkraut jäten oder so. Unkraut oder so? Vollkommen erledigt lehnte ich mich an den Türrahmen. Mama, hast du mal rausgeguckt? Sie haben die ganze Hecke abrasiert. Es sieht furchtbar aus. Meine Mutter stand umständlich auf und ging ans Fenster. Tatsächlich. Hanna, das war kein Motorrad, das war eine Kettensäge. Es ist ja wirklich ein bisschen viel runtergekommen. Naja, wächst auch wieder nach. Ich ließ sie stehen und ging nach draußen. Auf der Bank hinter der Rezeption saßen Ines und Gesa und teilten sich eine Notfallzigarette. Meine Schwester hielt sie mir entgegen. Willst du mal ziehen? Wir haben es zu spät bemerkt. 3 Minuten, nachdem die Säge anging, war die halbe Hecke schon weg. Ich nahm mir die Zigarette aus der Hand. Wenn das mit den Notfällen so weitergeht, bin ich in einer Woche Kettenraucherin. Wo sind sie jetzt? Ich werde sie umbringen müssen. Im Strandkorb. Gesa deutete hinter das Haus. Sie unterhalten sich mit einem Mann. Keine Ahnung, wer das ist. Vermutlich ein Bekannter von Kalli. Sie sind übrigens bestens gelaunt. Nicht mehr lange. Später ließ sich Ines neben mich in den Strandkorb fallen. Keine Spur von den Heckenmördern. Wo hast du sie so schnell hingeschafft? Sie kicherte über ihren eigenen Witz, hörte aber sofort auf, als sie mein Gesicht sah. Was ist los?
Der Typ, der hier saß, war kein Bekannter von Kali. Nicht? Wer war das denn? Ich weiß es nicht. Nachdenklich betrachtete ich meine Schwester. Kali sagt, er hätte versucht, über die Hecke ins Haus zu schauen, aber die Hecke wäre zu hoch gewesen, obwohl er auf Zehenspitzen gestanden hätte. Deshalb kam den beiden überhaupt erst die Idee zum Kahlschlag. Ich habe den Mann noch nie gesehen. Angeblich wohnt er im Seesteg und hat sich nach Marlene und ihrem Freund erkundigt. Ach du Schande. Selbst meine lästige Schwester war erschrocken. Was haben die beiden ihm denn erzählt? Und wer kann das sein? Wenn ich das wüsste. Ich starrte über die Rasenfläche, als hätte er seinen Namen dort eingemäht. Im schlimmsten Fall kommt er von irgendeinem Sensationsblatt und schnüffelt hier herum. Papa und Kali können ihm nicht viel erzählt haben, sie wissen ja nichts. Na und? Ines guckte mich schief an. Dann denken Sie sich was aus. Sie starrte einen Moment auf ihre Füße. Dann hob sie langsam den Kopf. Wir müssen sie besser im Griff haben. Wir geben uns alle Mühe, nichts durchsickern zu lassen, und Papa und Kali erzählen im Erstbesten wilde Geschichten. So, bevor ich zum Schluss komme. Also es ist jetzt dieser Mann, der da war, ist ein Mensch namens David. Man fragt dann immer die Lektoren, wie soll ich denn den mal nennen? Der Sohn von Bianca Dornmober heißt David. Der ist jetzt 4. Dieser hier ist Mitte 40 und heute 5. Der hier ist ja schon Mitte 40. Der will natürlich irgendwas rausschnüffeln. Sie sagen aber nichts weiter. Er hat sich aber nach Christine erkundigt und Papa hat ihm erzählt, dass er die gar nicht kennt. Er wäre hier der Gärtner und von einer Christine Schmidt hätte er überhaupt noch nie was gehört. Und sie hat ihm dann später erzählt, dass der sie nach einer Internetgeschichte gefragt hat. Also das vermutet Papa, der wollte jemanden treffen. Und außerdem gibt es noch Tom Hansen, das ist ein alter Schulfreund von ihr, den hat sie zufällig wieder getroffen, dann war mit seiner Mutter Urlaub, die ist ein bisschen tüdelig, und mit dem war sie auch schon mal essen. Letzte Szene, alle sitzen in der Küche, es gibt ein Buffet, 70er Jahre, und nicht nur das, sondern Kali legt auch auf. Die Gäste werden sich freuen wie Bolle und die Mädchen sollen noch bitte dazukommen. Mein Vater griff sich an fertigen Käsespießen, setzte sich damit auf die Fensterbank. Den meisten Gästen haben wir schon heute Mittag gesagt, alle freuen sich, ihr müsst ja nicht mitmachen. Das fehlt auch noch. Ich produzierte inzwischen routiniert meine Häppchen und stellte ein kirschgekröntes Gebilde nach dem anderen auf die silberne Platte. Außerdem bin ich zum Essen verabredet. Wie aus der Pistole geschossen, fragte mein Vater, mit wem? Ohne ihn anzusehen, antwortete ich sehr freundlich. Mit Tom Hansen. Ich bin mit ihm früher zur Schule gegangen, das habe ich doch erzählt. Wir wollen zum Italiener. Was sagt eigentlich Johann zu deinem, wie sagt man, Lotterleben? Diese Frage schlug ein wie eine Bombe. Alle außer mir hielten inne und starrten erst meinen Vater und dann mich an. Ich spießte in aller Ruhe weiter. Heinz, meine Mutter sagte als Erste etwas dazu. Christine, was meint er? Ich schwieg, er hatte garantiert noch mehr auf Lager und richtig. Ich habe neulich in der Zeitung gelesen, dass sie in einem Waldstück in der Nähe von Neumünster eine zerstückelte Leiche gefunden haben. Als sie wieder zusammengesetzt hatten, das können die heute nämlich, stellte sich heraus, dass es sich um eine Frau handelte, die in ihrer Freizeit Internetbekanntschaften pflegte. Die schrieb sich immer mit fremden Männern. Und einer von denen war verrückt und hat sie nach einem Treffen zerhackt. So. Sag mal, Hanna schnippelte weiter, was liest du bloß immer für Zeitungen? Ich denke, sie kennt den Hansen aus der Schule, oder, Christine? Ich nickte. Richtig. Ja, den. Mein Vater betrachtete mich mit schmalen Augen. Aber es gibt hier ja noch mehr Männer, die plötzlich nach Christine fragen. Ich war aber auf Zack und habe nichts verraten. Seit wann machst du denn im Internet solche Geschichten? Ines und Gesa gucken verständnislos zwischen mir und meinem Vater hin und her. Papa, entschlossen rammte ich den nächsten Spieß in einen Käsewürfel. Gewöhne dir doch mal an, sofort und ganz schlicht zu fragen. Der Typ hat mich verwechselt. Christine Schmidt ist ja wirklich ein Allerweltsname. Diejenige, die er sucht, wohnt im Germania. Er war vorher noch einmal hier und hat das richtig gestellt. Was hast du gegen deinen Namen? Empört stand Heinz auf und griff sich noch einen Käsespieß. Der klingt sehr schön. Wir haben uns deinen Namen lange überlegt. Und was ist jetzt mit dem Internet? Ines hatte immer noch keinen Zusammenhang entdeckt. Wer zerhackt dich denn jetzt? Ines, meine Mutter warf ihr einen Lappen an den Kopf. Rede doch nicht so. Nachher passiert ihr was und du hast ein schlechtes Gewissen, weil du so leichtfertig darüber gesprochen hast. Meine Schwester und ich sahen uns lange an. Mit meiner sanftesten Stimme sagte ich, ich führe kein Lotterleben, ich mache keine Bekanntschaften im Internet und es hat auch niemand versucht, mich zu zerhacken. Alles ist gut. Vielen Dank.
Vielen Dank, Bärbel. Vielen Dank, Dora Held. Das war großartig. Jetzt gibt es ja noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und weil die Zuschauer im Internet jetzt so geduldig die ganze Zeit dran geblieben sind, ein herzlicher Gruß aus München an alle, kommen wir jetzt zuerst dran. Die erste Frage. Als Sie Ihr erstes Buch geschrieben haben, hatten Sie Zweifel an sich oder waren Sie sicher, dass es gut gehen würde? Ach, was heißt gut gehen? Also ich war mir, also ich habe es geschrieben, weil ich wissen wollte, ob ich es zu Ende kriege. Also das hat nichts mit Zweifeln zu tun. Also ich wusste nicht genau, ob ich das hinbekomme, ob ich die Disziplin habe, einen Roman von vorne bis hinten zu schreiben. So, und dann habe ich es irgendwann geschafft. Also es ging mir nicht drum, es war ja nicht geplant, dass ich den erst irgendwie veröffentliche oder so. Es ging einfach erstmal nur darum, kriege ich das eigentlich hin? Und daran habe ich nicht wirklich gezweifelt. Wenn Sie einem jungen Autor beim Schreiben seines ersten Buchs einen einzigen Rat geben dürften, was würden Sie sagen? Hinsetzen, anfangen. Ja, ich glaube, das meiste, ich hatte heute ein nettes Gespräch mit einer jungen Frau, die heute Nachmittag da war. Es gibt immer so ganz viele Geschichten, ja, und dann will es keiner haben und nachher ist es nicht gut und dann muss man alle Verlage abklappern und dann lehnen die das ab und dann gibt es das vielleicht schon. Und das halte ich immer alles für so vorgeschobene Geschichten. Also man muss sich hinsetzen und muss anfangen und wenn das Buch zu Ende ist oder was weiß ich, die Hälfte hat und so weit ist, dass es klar ist, dass es fertig wird, dann kann man sich Gedanken über den ganzen Rest machen, aber vorher nicht. Wie reagiert Ihr Umfeld, insbesondere Ihre Familie, auf Ihre Bücher? Kann man das eigentlich schneiden im Livestream? Nicht zu machen, ne? Oder unterlegen? Ja, wie reagiert meine Familie? Also mein Vater hatte Urlaub mit Papa, weil ich ihn, er ist natürlich ganz anders, aber ich habe ihm das zu lesen gegeben, weil ich sagte, wenn es hier irgendeine Geschichte gibt, die dich jetzt wirklich innerlich umbringt, dann sag das bitte, bevor das Buch gedruckt wird, weil dann ist es zu spät. Und dann hat er das gelesen und hat hinterher zu mir gesagt, und das fand ich auch ganz schön, Sie haben also jetzt nur so ein paar Auszüge gehört, es gibt dann noch schlimmere Szenen, und da hat er tatsächlich zu mir gesagt, ja, das ist lustig, ich weiß nur nicht genau, ob du mich so siehst oder ob du mich so haben möchtest. Das hat mich auch ein bisschen nachdenklich gemacht. Meine Mutter war bei einer Lesung in Hamburg mit, im Februar, und saß in der ersten Reihe und bei irgendeiner Kochszene, weil meine Mutter kann kochen, bei irgendeiner Kochszene sagte sie auf einmal ganz, oh, das stimmt überhaupt nicht. Also da muss man auch mal gucken. Das ist, ja, aber doch, sie gehen ganz gut damit um. Meistens. Erinnerst du dich noch an die Trolley-Szene? Die finde ich so wunderbar. Also ja, mit der Bekannten war das. Ja. Das ist ja immer ganz, ganz schräg, dass ja, wenn Menschen Bücher lesen, in denen die Personen oder die Leute geschrieben haben, die sie kennen. So, also bei ganzen Bekannten meiner Eltern ist es das so, dass wenn die das Buch schreiben, natürlich ausgehen, dass es eins zu eins mein Vater und meine Mutter sind. Und mein Vater ist tatsächlich Gästeführer und der hat immer so eine ganz nette Truppe, glaube ich, irgendwie aus Bayern, ich glaube sogar Münchner oder, nee, oder Bodensee, ich weiß nicht mehr genau. Die kommen immer einmal im Jahr und er hatte dann wohl der Leiterin dieser Gruppe das Papa-Buch geschenkt, was er, glaube ich, sogar selber signiert hat in dem Zusammenhang. Weil ich war ja nicht da, du warst ja nicht da. Du lässt ja auch keine Bücher mal hier, dass man die mal verschenken kann. Und die fuhren ja auch wieder. Also ich glaube, er hat es selber signiert und ihr dann geschenkt und die haben es auch gelesen, hatten auch viel Spaß. Und anschließend rief die dann an bei meinen Eltern und hat zu meinem Vater gesagt, sag mal, ihr fahrt so oft weg. So ein Trolley kostet nichts, die kriegst du für 79 Euro bei Tchibo. Mein Vater wusste überhaupt nicht, was sie meinte. Und dann kam eben die kaputten Reifen am Hauptbahnhof. Das wird wirklich alles eins zu eins gesetzt. Die nächste Frage sind eigentlich zwei. Inwiefern waren Sie selbst in die Verfilmung Ihrer Romane eingebunden und sind noch weitere geplant? Eingebunden ist man gar nicht, da ich selber kein Drehbuch schreiben kann und das eine Drehbuchschreiberin macht, hat man auch keinen Einfluss. Also die zahlen das Recht an die zahlen das Verfilmungsrecht die Produktionsgesellschaft und dann hat mein Agent mir damals geraten, nimm das Geld und halt den Mund.
Ich finde es aber auch selber ein bisschen anstrengend, wenn man, also wenn ich jetzt Drehbuch schreiben könnte, könnte ich sicherlich auch sagen, das gefällt mir an der Stelle nicht und an der Stelle, aber ich kann es eben nicht. Und ich finde nichts schlimmer als Leute, die etwas nicht können, aber dann mitreden bei den Leuten, die es können. Deswegen habe ich es gar nicht gemacht. Man hat da keinen Einfluss. Das ist ein anderes Geschäft und man muss irgendwie versuchen, aus einem 350 oder 300 Seiten Buch 90 Minuten Film zu machen, und manche Sachen gehen eben auch nicht als Film. Also bei dem ersten Film gab es immer so die Kritik, gerade bei dieser Hauptbahnhofsszene. Und dann, das haben sie ja ganz verkürzt gemacht, und dann habe ich auch mal gesagt, also diese Hauptbahnhofszene, die geht, glaube ich, das sind 4 Seiten im Buch. In diesen ganzen 4 Seiten, wo alles passiert, was ich gerade eben gelesen habe, steht Christine neben der Rolltreppe und denkt, da passiert nichts. Ansonsten. Das kann man im Film natürlich nicht so umsetzen. Das wäre ein bisschen langweilig, also macht man da irgendwas anderes draus. Und das machen die, und das ist deren Job, und da bin ich auch relativ schmerzfrei. Achso, die anderen geplant, ja, die verfilmen alle. Also die haben jetzt, sind im Moment dabei, Kein Wort zu Papa zu verfilmen, und wollen jetzt auch die ersten machen und das nächste auch. Wenn Sie sich aussuchen könnten, wann und in welcher Situation Sie Ihr Buch lesen, wann wäre das? Wann ich mein Buch lese, vorlese oder was? Wahrscheinlich selber lesen, nehme ich an. Wann ich mein Buch selber lese? Ich lese ja eigentlich immer, also was weiß ich, also wenn ich nichts anderes in der Hand habe, also beim Frühstücken oder im Zug oder ja, irgendwann so dazwischen, wenn man nicht großartig jetzt sich den Kopf zerbrechen will über das Leben. Gibt es Ihre Bücher auch von Ihnen als Hörbücher gelesen? Ja. Sie machen das so klasse, ich lache Tränen. Ja, ich habe sie gelesen, also ich habe die... Von Kein Wort an zu Papa habe ich gelesen und Ausgeliebt habe ich eingelesen, und ich lese das irgendwann auch Kein Wort zu Papa ein. Das ist ein bisschen was anderes beim Hörbuch. Also ich kann mich selber nicht hören. Ich finde das eigentlich schrecklich. Ich höre mir immer so Probedinger an, das muss man sich anhören, weil das spielen die ja gleich im Studio vor. Ich finde das aber schon ganz furchtbar. Das ist natürlich auch so ein Problem, wenn man so ein Buch liest, was man vor 2 Jahren geschrieben hat oder sowas, und dann plötzlich so einen Satz vorlesen muss, den man selber ganz doof findet. Also ich habe hier unglaublich viel gestrichen, was ich besser liest, oder 6-mal SCH wird irgendwie schwierig, dann ist es eben 3-mal weg, kann man noch ein anderes Wort für nehmen oder so, das geht alles ganz gut. Das geht aber beim Einlesen so schlecht. Und das, ich finde das immer, es ist eine gute Übung für Lesung, das macht auch Spaß, weil es in so einem kleinen Studio stattfindet, aber naja. Jetzt gibt es noch eine letzte Frage aus dem Netz. Sind Sie häufig auf Sylt, um zu schreiben? Ich nehme zumindest immer vor, also ich bin häufig auf Sylt, ja, und ich habe auch mal das Laptop mit, damit ich schreiben kann. Und meistens tue ich das auch. Es gibt aber auch durchaus Tage, die ich da eigentlich am Strand verdaddel, gebe ich auch zu. Aber ich schreibe da schon ganz gerne, weil man, man hat diese Ruhe hat, man hat da auch ein anderes Tempo. Also das ist schon ganz nett. Und außerdem ist es ja auch so ein Luxus, denn bei den Eltern zu wohnen, und dann kommt irgendwann mal Mutti runter und sagt, möchtest du einen Tee? Nachdem Vati 2-mal da war, und kommst du voran? Wie viel hast du denn jetzt schon? Halbe Seite. Halbe Seite? Hast du mal auf die Uhr geguckt? Das gibt es auch, aber sie lassen mich da auch in Ruhe, man braucht sich um nichts kümmern und kann da schon ganz gut abschalten. Also wir merken uns, die Figuren in deinen Romanen haben nichts mit der Realität zu tun. Echten Familie zu tun. Ja, wenn Sie jetzt noch weitere Fragen haben an Dora Held, ich glaube, sie steht noch ein bisschen zur Verfügung. Wenn nicht, ist es auch in Ordnung. Dann darf ich Sie nochmal an den Büchertisch erinnern. Und Dora Held signiert auch gerne. Vielleicht haben Sie Interesse. Ansonsten danke. Jetzt wo dran ist, hast du 3 Sachen gesagt. Am Bücher kaufen, am Signieren oder an Fragen. Hast du jetzt gesagt. Haben Sie Interesse? Also steht Ihnen alles offen? Wer möchte denn was fragen? Fangen wir mal so an, um das mal so ein bisschen zu sortieren hier auf dem letzten Meter. Die Pension Haus Teda gibt es nicht. Da gab es auch viele Enttäuschte, die sich auf den langen Weg in die Kaiserstraße machten und zurückkamen. Es gibt aber die, also in der Norderneyer Pension Haus Teda, die ist erfunden. Da habe ich mir nur so eine, weil das, da kannte ich keinen und da wollte ich jetzt auch nicht irgendeine Pension nehmen und die Leute klingeln. Wie uns zu Hus, die Pension, in der Tante Inge wohnt, die gibt es, die gehört meiner Cousine. Die habe ich aber gefragt, weil da klingeln auch Leute. Sagen Sie mal, ist das hier die Pension? Da muss man aber die Leute fragen, und auf Sylt, auf Neunei kannte ich da jetzt keinen, den ich fragen konnte. Und Cousine Karin fand das dann ganz nett.
weitere Frage? Wir müssen uns nicht quälen. Ja, Sie können ja alles nachlesen in den Büchern. Alles, was heute nicht beantwortet wurde, kann man auch zwischen den Zeilen lesen. Dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, auch Ihnen im Netz, und wünsche noch einen schönen Abend. Danke auch. Danke, Dora Hill. Danke, Bärbel. Danke.